Wir wollen damit anfangen, dass bei uns in der Schule geht es auch darum, dass wir vielleicht was anderes lernen. Jetzt wollen wir Sie zu etwas anregen, was Sie vielleicht in Ihrer Schullaufbahn vielleicht noch nicht gemacht haben. Und zwar, dass Sie sich mit Ihren linken, rechten, jemanden aus der vorderen Reihe am besten, weil man sitzt nicht mit den Leuten, man sitzt mit den Leuten in einer Reihe, die man kennt. Und deswegen wollen wir Sie dazu anregen, sich auszutauschen darüber, was Sie an sich gut finden. Drei Dinge, die Ihre Stärken sind. Wir gehen jetzt so vor, dass ich eine kleine Einführung gebe, warum brauchen wir überhaupt eine neue Bildung? So, was steckt da eigentlich hinter? Wir sprechen ja sogar von einem Paradigmenwechsel. Und da will ich mal ein bisschen ausholen und von der Schule weggehen in die Gesellschaft. Wir sind ja jetzt auch hier in der Reihe, weil wie gelingt das gute Leben? Wie gelingt das gute Leben? Da gehört sicherlich ein gutes Aufwachsen auch in der Schule zu. Schule ist ja neben der Familie die wirkmächtigste Institution, die sehr, sehr viel auslöst. Und alle Institutionen haben einen heimlichen Lehrplan. Der heimliche Lehrplan ist nicht das, was als Schulprogramm auf der Website steht, sondern der gelebte Geist. Unsere Gesellschaft hat auch einen gelebten Geist und ein Amt oder eine Familie auch. Also überall steckt etwas dahinter, was man spürt, wie man miteinander umgeht. Und das ist das, was eigentlich wirksam ist. Und heute wird ja viel davon gesprochen, dass Menschen sich in ihren Potenzialen entfalten sollen. Auch in Familien geht es da viel mehr drum als früher, Potenzialentfaltung. Und die neurobiologischen Grundlagen von Potenzialentfaltung, die sind Verbundenheit, Beziehung, ist das eine. Und das andere ist Aufgaben, an denen man wachsen kann, dass man sich als gestaltendes Wesen erlebt. Wenn man sich anschaut, was sagt uns die Gesundheitsförderung? Wir erleben ja zunehmend, dass Leute in Systemen auch sich nicht mehr so gesund fühlen, vielleicht auch krank werden. Die Gesundheitsförderung sagt uns, die Menschen brauchen Verstehbarkeit, sie müssen die Dinge um sie herum einordnen können, sie verstehen können, sie andocken können, sie in Zusammenhänge einordnen können. Das Zweite ist, ich habe Einfluss, ich kann mitsteuern, ich kann partizipieren, ich werde nicht gesteuert und fremdbestimmt, sondern ich kann selber Einfluss nehmen. Das ist ein sehr gesund machender Faktor. Und das Dritte ist, das, was ich tue, ist bedeutsam. Das, was ich tue, hat Sinn. Und wenn man sich da heute die meisten Schulen anguckt, ich rede vor allen Dingen von weiterführenden Schulen, in Grundschulen ist das häufig noch ein bisschen anders, dann erleben wir genau das Gegenteil. Wir haben einen Vormittag, der zerstückelt ist in Häppchen. Oft sogar noch in 45 Minuten Deutsch, Religion, Sport, Geschichte, Englisch, Mathematik. Alles hat nichts miteinander zu tun. Kinder werden an- und ausgeknipst, Lehrer vielleicht auch, mit 300 Sekunden Pause, 5 Minuten, in Österreich wahrscheinlich auch 5 Minuten. Und das ist genau das Gegenteil von Einordnung in komplexe Zusammenhänge. Sehr oft gilt es, irgendwelche Schulbücher oder Pläne abzuarbeiten. Kinder sind Objekte fremdbestimmter Handlungen. Sie werden oft bewertet, oft permanent bewertet. Kontrolle ist ein großes Thema drüber. Angst ist sowieso ein großes Thema über Schule. Ja, statt eben das, was uns gesund macht. Und ein ganz starkes Moment ist auch in Österreich, auch in Deutschland, sonst in den nordischen Ländern ja zum Beispiel nicht, ist dieser selektive Charakter der Schule. Und dass es sehr viel dann darum geht mit den Noten, um Konkurrenz und wer ist besser und wer ist schlechter, statt zusammenzuarbeiten. Und vieles Lernen ist eben als Oblernen, auf Blättern, wo man Fragen ankreuzt. Die Antworten stehen im Lehrerhandbuch. Das hat nicht so viel mit Sinnhaftigkeit und Lernen im Leben zu tun.
Also wir leben eigentlich ganz anders, als uns das die Pädagogik sagt, die Soziologie, die Neurobiologie, die Hirnforschung. Und deswegen sollten wir eigentlich darüber mal nachdenken, was wir heute alles wissen und ob Schule, wie sie ist so heute, weil sie immer so war, deshalb ist sie ja so, weil sie immer so war, ob wir nicht inzwischen in einem Zeitalter sind, wo Schule anders sein müsste und wo auch die Herausforderungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen sehr viel stärker sind. Wir leben nicht mehr im Industriezeitalter, wo Menschen funktionieren müssen, damit die Wirtschaft funktioniert. Wir haben uns in eine Welt begeben, wo wir sehr viel, ja, riesengroße Aufgaben haben. Ich habe jetzt Nummer 3 da genannt, die ganz große ökologische Aufgabe. Dann in der globalisierten Welt die Aufgabe, das Zusammenleben so zu gestalten, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, uns nicht abschotten, sondern auch mit anderen Kulturen gut umgehen können und auch untereinander. Ja, und das Dritte ist, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Die neuen Medien verändern ja radikal in einer Geschwindigkeit unsere Welt, dass wir gar nicht mehr nachkommen. Wir wissen heute nicht, welche Technologien es in 5 Jahren geben wird. Und deshalb müssen wir auch Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten, mit starken Veränderungen umzugehen, mit Unsicherheiten, mit Dingen, die sie nicht kennen und die vielleicht plötzlich disruptiv auftreten. Ja, und der eigentliche Paradigmenwechsel ist der gesellschaftliche Paradigmenwechsel vom Machbarkeitswahn zur Nachhaltigkeit. Wir verbrauchen gerade 2 Erden mit unserem Höher, Schneller, Weiter Konkurrenzprinzip. Oder man kann auch sagen, von diesem Ego-Bewusstsein zum Wir, zu einem Öko-Bewusstsein. Neulich hat ein Freund von mir gesagt, wir müssen nicht mehr den IQ messen, sondern den WeQ. Wie leben wir zusammen? Ja, und da hat Schule viel mit zu tun, weil so wie man in Schule aufwächst und was man da erlebt, das prägt natürlich auch Bewusstsein. Ja. Und deshalb haben wir uns gedacht, achso, und dann muss man noch dazu sagen, Österreich lebt ja auch so unter PISA-Schock, ja, wie Deutschland auch. PISA und diese ganzen Effizienzstrategien und diese Kontrollen und die Standardisierung, die hat nicht viel damit zu tun mit unserem Auftrag der Individualisierung. Und zum Zweiten hemmt sie uns total. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Menschlichkeit nicht verlieren darüber, über lauter Testen und Messen und Einsortieren und Angst haben. Wir sind doch hier als Lehrer alle Akademiker, wir wissen doch, was richtig ist. Und wir sollten uns da nicht solchen OECD-Diktaten unterwerfen. Man kann auch ganz anders mit PISA umgehen, wie das die meisten Länder auch machen. Also der eigentliche Kulturwandel ist der Wandel, dass der Mensch in den Mittelpunkt kommt. Ist eine Haltungsänderung, starke Innovation, kostet nicht viel, aber ist nicht so einfach, seine Haltung zu verändern. Und da kann eine gelebte Kultur, wie man Schule gestaltet, kann da sehr hilfreich sein. Ob man 45 Minuten, zack, 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 Häppchen macht oder ob man die Woche ganz anders aufstellt. Und wir wollen Ihnen jetzt mal erzählen, wie wir das machen in Berlin, was alles möglich ist und wie viel Lust, Spaß wir dabei haben. Und dafür sind die beiden da, die können das gut rüberbringen. Wir haben einfach eine neue Lernkultur entwickelt. Ich sage nochmal etwas generell. Wir gehören zu dem großen Pilotprojekt Gemeinschaftsschule. Gemeinschaftsschule heißt, alle Kinder werden aufgenommen und sie dürfen nicht mehr im System nach Leistung aufgeteilt werden. In Deutschland gibt es auch eine Schulform, die nennt sich Gesamtschule. Die nimmt auch alle Kinder, aber dann werden in Englisch, Deutsch, Mathe und Naturwissenschaften werden die Klassen wieder aufgeteilt, in die Guten und die Schlechten. Das heißt, der ganze selektive Geist wird in ein inklusives System geholt und das passt ja gar nicht zusammen. Die Gemeinschaftsschulen, in Berlin sind das jetzt 24 und in anderen Bundesländern gibt es auch große Gemeinschaftsschulprojekte, in Baden-Württemberg zum Beispiel.
Da hat man ein Verbot der äußeren Differenzierung. Damit wir endlich lernen, mit Heterogenität umzugehen, da sind wir in Deutschland mindestens 30 Jahre zurück gegenüber anderen Ländern. Ja. Und in Berlin ist der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule nach 6 Jahren. Deswegen stellen wir Ihnen jetzt eine Schule vor, die in Klasse 7 beginnt. Das ist in Österreich dann 3, ne, oder so. Und die bis zum Abitur geht. Man kann alle Abschlüsse machen, manche gehen dann ab nach Klasse 10 und andere gehen in die Oberstufe und machen Abitur. Und wir haben jetzt, um die Heterogenität noch zu erhöhen, haben wir gesagt, wir arbeiten in Jahrgangsmischung. Bei uns lernen die Kinder, wie es ja auch in Montessori-Schulen und in vielen Grundschulen der Fall ist, 7., 8., 9. Klasse gemischt. Das war ziemlich mutig, aber das hatte den großen Vorteil, dass man keinen Frontalunterricht machen kann. Und wenn man keinen Frontalunterricht machen kann, ist man gezwungen, sich etwas anderes zu überlegen. Und das hat so viele tolle Auswirkungen, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten vorher, dass wir so richtig glücklich sind darüber. Wir haben in Französisch und Spanisch keine Jahrgangsmischung. Und da läuft ganz normaler Unterricht. Sofort Rückfall in alte Muster. Unter alten Unterricht verstehe ich jetzt Unterricht, wo alle Kinder zur selben Zeit dieselbe Arbeit schreiben und wo es so im Endeffekt, auch wenn es mal Gruppenarbeit gibt, im Gleichschrittmarsch vorangeht. Wir werden ab dem nächsten Schuljahr auch Französisch und Spanisch in Jahrgangsmischung unterrichten. Das ist die einzige Möglichkeit bei uns, daraus zu kommen. So. Ja. Okay. Wir zeigen jetzt mal einen Stundenplan. Der Hintergrund, wie sind wir zu dem Plan gekommen? Sie wissen alle, Lernen läuft über Beziehung. Also haben wir uns überlegt, wie können wir die Woche so gestalten, dass Lehrer mit möglichst wenig Schülern möglichst viel Zeit verbringen, um in Beziehung gehen zu können. Und nicht diese 45 Minuten durch die Gegend rennen und am Tag 100 Schüler, 100 verschiedene Schüler unterrichten müssen. Das zweite Element ist Wertschätzung und Anerkennung. Das ist der höchste Motivationsfaktor, den es gibt. Aber wie soll ich Menschen wertschätzen und anerkennen, wenn ich sie nicht kenne? Also hängt das ganz eng zusammen mit Beziehung. Und der dritte Punkt ist jetzt ein ganz anderer. Der ist dann mehr die Freiheit. Menschen sind motiviert, wenn sie wählen können, selbstbestimmt arbeiten können und nicht immer das tun müssen, was man ihnen sagt. Und daraus hat sich ein Plan ergeben, den brauchen Sie jetzt nicht direkt zu verstehen. Alles, was grün ist, darauf kommt mir jetzt an, alles, was grün ist, kann man wählen und alles, was gelb ist, findet in der Heimat meine Klasse statt. Und Sie sehen, ungefähr die Hälfte ist grün, die kann ich wählen, und die andere Hälfte ist gelb. Da bin ich in meiner Klasse, in meiner Heimat mit den Klassenlehrern zusammen. Und wir reduzieren jetzt mal auf 3 wichtige Elemente. Und wir fangen an mit dem Lernbüro. Das Lernbüro ist der Übergang noch zur herkömmlichen Schule, weil es da um Fächer geht, Deutsch, Englisch, Mathe. Da geht es darum, das Curriculum irgendwie anders darzubieten, aber da sind die Elemente eben das, was im Curriculum vorgegeben ist. Gut. Also wir haben ja jeden Morgen haben wir 1,5 Stunden Lernbüro und da ist also für meiner Meinung nach ist der ganz große Vorteil, dass du jeden Morgen dein Lernbüro wählen kannst. Das heißt, es ist nicht so, okay, heute ist Dienstag, so toll, jetzt habe ich Mathe. Ja, heute habe ich aber gar keinen Bock auf Mathe. Heute habe ich aber irgendwie schon den ganzen Morgen habe ich die Motivation, in Englisch zu gehen, weil ich irgendwie heute Morgen habe ich von meinen Eltern gesagt bekommen, wie toll sie es fanden, dass ich hier meinen Test so gut bestanden habe. Und deswegen habe ich gedacht, ja, jetzt wo ich in Englisch so gut dabei bin, da gehe ich heute mal in Englisch. Und dann ist es so, dass wenn du normalerweise würdest du ja in Mathe gehen müssen. Und da würdest du wahrscheinlich viel, viel schlechter arbeiten, als du in Englisch arbeitest, wenn du total motiviert bist.
in Englisch zu gehen. Das ist eigentlich der große Sinn und das ist das, was einem am Mehrlernbüro auch so motiviert. Und das ist das Gute, man arbeitet, außerdem arbeitet man komplett im selben Tempo. Also wird nie der Moment entstehen, wo du irgendwo rumsitzt und sagst, okay, toll, jetzt habe ich jetzt verstanden, wieso muss ich den jetzt hier schon wieder mir 10.000 Mal anhören, dass A² plus B² gleich C² ist. Denn wenn ich es verstanden habe, kann ich einfach weiterarbeiten. Und ich muss mich weder an meinen Nachbarn, noch an meine Klasse, noch an irgendjemanden halten, sondern kann das arbeiten, was ich noch nicht weiß und das, was ich bereits gelernt habe, muss ich nicht machen. Außerdem kann ich meinen Test schreiben, wann ich mich bereit fühle und nicht, wenn der Termin ist. Ja, genau. Man arbeitet sehr selbstständig und dadurch hat man halt so, ist man viel sicherer auch beim Lernen. Es ist so, wenn man Fragen hat oder irgendwas nicht verstanden hat, dann geht man erst zu den Schülern. In dem Raum befinden sich ja altersgemischte Schüler, das heißt, das ist 7., 8. und 9. zusammen. Und wenn man als Siebtklässler eine Frage hat, geht man erst zum 8. oder 9. Klässler. Die haben das ja schon bearbeitet. Und Schüler lehren Schüler ja viel besser, als die Lehrer das können. Die haben das ja selber erst vor kurzem gemacht. Deswegen wissen die, wie haben die es verstanden, wie kann ich es den anderen auch erklären. Und wenn der Schüler nicht, also wenn die Schüler nicht weiter wissen, dann geht man erst zum Lehrer. Und der Lehrer heißt bei uns auch nicht ganz normal Lehrer, sondern es ist einfach ein Lernbegleiter. Der läuft sozusagen bei allen mit, ist immer da und kann, ist sozusagen immer bereit für alles, ja, was man wissen will. Das Gute daran ist, dass der Lehrer normalerweise eher in der Ecke sitzt. Und zwar in der Ecke sitzt dabei, wenn alle sitzen, normalerweise läuft es so ab, dass alle konzentriert genau ihrs arbeiten, genau das, was sie machen müssen und fast niemand eine Frage hat an den Lehrer. Aber das Gute ist, dass der Lehrer da ist, wenn man mal schon eine Viertelstunde daran sitzt und es überhaupt nicht verstanden hat. Man hat schon jemanden gefragt, aber der hat es einem so blöd erklärt, dass man es immer noch nicht gecheckt hat. Man fühlt sich mittlerweile schon echt dumm. Ja? Und dann kann man den Lehrer fragen und genau dann, das ist auch mein ganz persönlicher Vorteil am Lernbüro. Genau dann hat nämlich der Lehrer ungefähr meistens so fast eine Viertelstunde Zeit, um es einem dann ganz, ganz genau zu erklären. Denn dann ist es so eine Art persönliches Coaching, denn der Lehrer hat ja weniger Fragen von Schülern, die sich normalerweise dann ihre Sachen selbst erklären. Und würde ich jetzt, sagen wir, in der Klasse sitzen und hätte dann das und alle anderen hätten es um mich herum verstanden, würde ich mich erstens noch viel dümmer fühlen, als ich mich so oder so dann fühle, wenn ich es nicht verstehe. Und zweitens hätte dann der Lehrer wahrscheinlich auch keine Zeit, es mir nochmal zu erklären. Das ist jetzt ein bisschen sehr geschönt, weil ich kenne Lehrer, die sind unentwegt unterwegs im Lernbüro. Und ja, aber die Rolle ist eben die andere. Und die Rolle ist schön, weil die Schüler wollen etwas von dir und freuen sich, wenn du ihnen das erklärst. Und du sitzt da nicht vorne und hältst irgendwie die Klasse in Schach und guckst, dass die irgendwie mitkommen. Und die ist komplett gedreht. Ja, wir müssen noch etwas dazu sagen. Bei uns arbeiten immer 3 Klassen zusammen als Kleinteam. Wir sind dreizügig, das heißt, wir haben 9 jahrgangsgemischte Klassen und dann unterteilen wir die Schule nochmal in kleinere Einheiten. Und immer 3 Klassen gehören zusammen und jede Klasse hat ganz normale Schülerzahl, das ist in Berlin sind das 26 Schülerinnen und Schüler. Und jede Klasse hat 2 Lehrer, die sind jetzt nicht doppelt besetzt drin, aber die sind zuständig für die Klasse. Und so hat man mit den 3 Klassen 6 Lehrer. Und diese treffen sich jede Woche und alle 6 Wochen treffen die sich auch, um alle Schüler einmal durchzugehen. Und so hat man ein ganz starkes Team in der Schule. Die tauschen sich aus, die entwickeln Dinge weiter, die entwickeln auch Projekte zusammen und die sind quasi der Kern. Und im Lernbüro, wenn man sich morgens aussucht, gehe ich in Deutsch, Englisch, Mathe oder Gesellschaftslehre. NG heißt Natur und Gesellschaft, ist so Geschichte, Geografie. Dann betrifft das immer diese 78 Schüler von einem Kleinteam. Das heißt, die Lehrer haben immer mit diesen 78 Schülern zu tun, fast gar nicht mehr mit anderen.
Und da wir aus 3 Klassen 4 Lernbüros machen, ist der Schlüssel ungefähr 18 in einem Lernbüro, wobei manchmal 10 drin sind und im anderen sind 27, aber die Klassenstärke ist etwas verringert. Wir kriegen die Stunden raus, weil wir ja Stunden bekommen zur Differenzierung, aber wir machen ja keine Differenzierung. So kann man Stunden gewinnen. Ja, und ich weiß nicht, ob das bei allen angekommen ist. Es gibt keine Klassenarbeiten, morgen um 11 Uhr wird Mathe geschrieben, sondern man kann sich selber aussuchen, wann man den Test oder die Arbeit schreibt, wenn man sich halt sicher ist. Und wenn man sagt, nee, morgen kann ich nicht lernen, dann kann man ihn halt auch erst übermorgen oder übermorgen schreiben. Halt so, dass nicht so ein Druck entsteht, nein, morgen muss ich ja den Test schreiben, das schaffe ich gar nicht, sondern einfach, ich bin mir sicher, okay, ich teste mich jetzt selber. Ja, und das ist auch so eine mentale Wende von du sollst zu ich kann. Dazu kommt noch etwas, Noten. Genau. Wir haben erst, also wir haben die 7. und die 8. Klasse keine Noten. Wir kriegen einfach immer eine persönliche schriftliche Rückmeldung vom Lehrer. So kann der nicht schreiben, ja, du hast eine 3, sondern der kann schreiben, du hast super, also du hast zwar dein Ergebnis war nicht so gut, aber für deine Verhältnisse war es super, weil man hat gemerkt, dass du dich total angestrengt hast. Man hat gemerkt, du hast gelernt und es ist ein starker Unterschied zum letzten Mal. Und erst ab der 9. Klasse kriegt man Noten an unserer Schule, weil dann fängt es ja auch an mit MSA und allem. Aber selbst dann kriegt man immer noch eine schriftliche Rückmeldung, wo nochmal alles genau steht. Also die Note, viele Lehrer vergeben die Noten trotzdem nicht gerne und würden einfach am liebsten irgendeine Note hinschreiben, weil sie das halt einfach gar nicht mögen, weil sie dieses Notensystem total schrecklich finden. Ja, außerdem MSA heißt mittlerer Schulabschluss. Wir schreiben solche zentralen Abschlussprüfungen landesweit, gibt es hier, glaube ich, auch. Außerdem ist es einfach eine viel größere Motivation, wenn man weiß, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Normalerweise, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe eine schlechte Note, also bei mir ist es jetzt, ich bin ja jetzt auch 9., da habe ich ja auch jetzt zum ersten Mal Noten in der Schule und habe ich mir auch manchmal so gedacht, so, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Und da ist halt richtig gut, dass da noch ein persönlicher Text dabei ist, weil hätte ich nur die Note, da wäre ich irgendwie dann, wäre ich total frustriert, weil ich würde nicht wissen, was ich denn besser machen kann. Also, okay, du hast jetzt das und das nicht so gut hingekriegt, dann würde ich vielleicht versuchen, genau daran zu arbeiten, um es beim nächsten Mal dann besser zu machen. Ja, das heißt ja, man lernt aus Fehlern, aber wenn man nicht weiß, was der Fehler ist, dann kann man ja daran auch nicht arbeiten und ihn verbessern. Also, deswegen ist es super, wenn man dieses persönliche Feedback nochmal kriegt und auch vielleicht nochmal mit dem Lehrer ins Gespräch geht und der sagt, ja, ich kann dich da nochmal unterstützen und dir da nochmal helfen oder ja. Ja, was auch noch sehr wichtig ist, dadurch, dass nie eine Klassenarbeit zusammen geschrieben wird, wird auch nie eine Klassenarbeit zusammen zurückgegeben. Sie kennen die Situation, eine Klassenarbeit wird zurückgegeben. Manchmal schreibt man ja sogar noch einen Notenspiegel an die Tafel und dann geht es bei den Schülern los. Wer hat die 5, wer hat dies? Ah, ich bin aber besser. Und siehst du, und du hast nur dies und jenes. Also dieses ganze sich vergleichen ist einfach aus dem System genommen. Die Angst ist aus dem System genommen, der Vergleich ist aus dem System genommen. Schüler dürfen sich jederzeit helfen. Ist ja absurd, wenn man Schülern, die abgucken, ja, eine schlechte Note gibt. Weil in Unternehmen, aber auch sonst, die Innovation geschieht durch interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und wir sind irgendwie noch so drauf, Einzelklausuren zu schreiben, statt spätestens in der Oberstufe komplexe Aufgaben zu stellen, die man im Team löst und die man eigentlich auch nur im Team lösen kann. Wir sind ja weit zurück. Ja, kann man alles ändern, muss man einem nur erstmal bewusst sein. Ja, also durch dieses, also Lernbüro müssen Sie sich so vorstellen, so ähnlich wie in Montessori-Klassen. Der Lernstoff ist aufbereitet, so dass man ihn verstehen kann, dass man gut eigenständig arbeiten kann und man arbeitet in eigenem Tempo, meldet sich dann zum Test an und der Lehrer ist der Begleiter. Dann ist uns noch der Donnerstag wichtig, also ist jetzt bei uns zufällig Donnerstag, könnte auch ein anderer Tag sein. Da haben wir nach dem Lernbüro den ganzen Tag Projekt. Und Projekt heißt,
3 große Projekte im Jahr, eins zwischen Herbst und Weihnachten, eins von Februar bis Ostern, eins von Ostern bis zum Sommer. Man hat ein Oberthema und die Schüler gehen eigenen Forscherfragen nach. Schauen, was interessiert mich an dem Thema. Ja, arbeiten da in Gruppen, da ist so der Platz für Gruppenarbeit auch. Da kann ich die Schule verlassen und die besten Projekte sind die, wo ich dann noch etwas bewirke in der Gesellschaft. Und da ist einfach Zeit zu da, von 10:30 bis 16 Uhr nachmittags über einen langen Zeitraum. Wie ist für euch das Projekt? Also ich finde es einfach toll, wenn man sich mal mit sowas, mit irgendwie einer ganz speziellen Sache mal richtig auseinandersetzen kann. Weil bei uns ist immer so, ja, jetzt haben wir Thema, oder generell ist es meistens so, in allen Schulen wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir gerade Thema die Französische Revolution. Gut, das hat man dann so eine Weile, oder die großen Revolutionen hat man dann eine Weile. Aber es ist nie so, zum Beispiel, jetzt hatten wir so das Thema, wir haben gerade ein Musikprojekt und wir hatten das Thema, wir haben ein Lied bekommen, haben uns unsere Lehrer gegeben und wir sollten dazu einen Film machen. Da sollten wir den Sinn des Liedes verstehen, haben dazu auch Zeit bekommen und das ist eine Sache, die man sonst doch nie in der Schule machen würde. Denn es ist sowas, was nicht so, es ist glaube ich nichts, ich werde niemals über dieses Lied irgendeine Prüfung schreiben und es wird wahrscheinlich auch nie, es wird nicht im Abitur vorkommen und es wird auch kein Test darüber geschrieben. Also würde man normalerweise so mit dem alten Denken, würde man so sagen, so ja okay, was hat das jetzt für einen Sinn? Aber ich habe wirklich was dabei gelernt und es ist auch wirklich schwierig, also merke ich, sich lange mit einer Sache auseinanderzusetzen, weil das lernt man in der Schule eigentlich fast nie. Also das ist so, diese Stundenprojekt sind einfach total wichtig, weil man lernt, sich genau und lange und intensiv mit einer Sache zu beschäftigen. Also auch mit einer Sache, die einen vielleicht am Anfang noch gar nicht so sehr interessiert hat, sondern man sagt, man stimmt auch bei das Projekt in der Klasse ab. Aber es ist wichtig, das zu lernen, weil ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig gekonnt, bevor ich auf die Schule gekommen bin. Ich habe immer so gedacht, okay, jetzt die paar Stunden das Thema, dann das Thema und ja. Ja, genau. Ich finde das Projekt auch super. Man hat total viele Freiheiten und man lernt sozusagen auch durch das Machen. Also man sitzt nicht vor der Tafel und schreibt irgendwas ab, sondern man macht wirklich was und versucht irgendwas damit zu bewirken und also einem wird nie langweilig während des Projektes. Es ist immer, also man kann es sich meistens auch selber aussuchen, man stimmt es in der Klasse ab und da kommen immer total tolle Sachen raus und man merkt richtig, dass das Projekt vielen am Herzen liegt und dass die wirklich da viel reinstecken und versuchen, das Beste draus zu machen. Wir haben auch viele Projekte, die wir in Kooperation mit außerschulischen Partnern machen. Es gibt ja überall außerschulische Partner, die gerne mit Schule zusammenarbeiten, aber wenn man eine Anfrage hat und sagt, okay, dienstags zwischen 10:30 und 11:30, dann sagen viele Partner, da kriegen wir ein großes Projekt gar nicht unter. Deswegen ist der Tag einfach super. Und der ist bei den Klassenlehrern. Die Klassenlehrer haben ja jetzt auch nicht die Aufgabe, Fachunterricht zu erteilen, sondern Gelingensbedingungen zu schaffen, das Material vielleicht da ist, die Schüler zu beraten und die Schüler zu begleiten. Und gerade im Projekt soll man ja selber Dinge herausfinden. Ja, wenn man nochmal hier hingeht, Sie sehen da noch so einige andere grüne Bereiche. Da sind die Schüler in unterschiedlichen Gruppen, entweder in der Sprache oder in anderen Fächern, in der Werkstatt. Da gehen wir jetzt nicht so genau drauf ein. Wichtig ist uns dann, dass man bei den vielen unterschiedlichen Gruppen immer eine Stunde noch mit seiner Klasse hat. Also man trifft sich jeden Mittag in der Mittagsschiene. Einmal ist Klassenrat. Kennen Sie Klassenrat in Österreich? Ja. Klassenrat, brauchen wir da nicht weiter drüber zu sprechen. Einmal soziales Lernen, einmal Lesestunde und donnerstags E-Projekt. Sodass die Klassenlehrer einmal am Tag die Klasse sehen, man kann alles besprechen, man ist zentriert, um dann wieder loszugehen. Und dann gibt es etwas, da kommen wir später drauf, Projektverantwortung. Ihr müsstet noch etwas sagen über den Tutor.
Genau, der Tutor, also wir haben ja zwei Klassenlehrer und der Tutor ist eine der Klassenlehrer, die man wählt und der ist sozusagen nochmal eine genauere Vertrauensperson, mit dem kann man alles bereden, der ist sozusagen ja, deine Bezugsperson auf der Schule. Man hat einmal oder jede zweite Woche Tutorgespräch. Da beredet man mit seinem Tutor nochmal genau, wie die Woche gelaufen ist, was alles gerade so in der Schule passiert, wie es einem geht. Da kann man auch ganz Persönliches in dem Gespräch einbringen. Wenn es einem nicht gut geht, aus irgendeinem privaten Grund, dann kann man sich auch in der Schule nicht gut konzentrieren und dann versucht man halt mit dem Tutor irgendeine Lösung dafür zu finden. Und ja, viele sagen, der Tutor weiß ungefähr genauso viel wie der Lehrer, weil ja, da mit dem bespricht man einfach alles und man versucht sozusagen, der begleitet einem in der seine ganze Schullaufbahn sozusagen und versucht, dass man das Beste in der Schule gibt und versucht, Lösungen für Probleme zu finden. Also der ist für alles da sozusagen. Ja, meine Tutorin ist einfach so, ich weiß nicht, ich kann mit ihr über alles reden und das ist nicht so, okay, das ist eine Lehrerin, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Was normalerweise, also ich meine, sie sind jetzt vielleicht alle Lehrer, aber sie können sich ja jetzt an diesem Punkt mal in ihre Schüler reinversetzen, was die so denken, okay, wenn sie so, ja, wieso geht's dir nicht so gut, dann denkt man immer, okay, manche Sachen kann ich jetzt nicht erzählen, denn das ist mein Lehrer. Aber der Tutor, der ist ja nicht in dieser Lehrerrolle, sondern ist eher so eine Art Freund eher. Und da ist es einfach, man spricht viel freier. Und es ist auch von vornherein klar, dass der Tutor nicht einfach irgendwelche Sachen weitererzählt von dir. Und deswegen dem vertraut man halt auch einfach richtig nach einer Weile. Also der Tutor ist nochmal in der gesamten Beziehungskultur, die in der Schule da ist, so ein ganz wichtiger Kern. Auf den kann man sich verlassen oder auf sie, da kann ich immer hingehen. Und ein 12-jähriger Junge, der hat mal gesagt, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Da habe ich gedacht, der hat es genau erspürt. Und da für die Lehrer ist diese Tutortätigkeit oder dieses Tutordasein auch total wichtig, weil da gehe ich so eng in Beziehung und da kriege ich mit, wie ein Mensch sich entwickelt, da kriege ich mit, wie wirksam ich auch sein kann, auf einer ganz nahen Ebene, da entsteht Herzverbindung und unsere Lehrer sagen, da tanke ich auf in dem Tutorgespräch. Und wichtig ist, Sie haben das gesehen in dem Plan, bei uns kriegt jeder Lehrer 2 bezahlte Stunden für die Tutortätigkeit. Wir sind Ganztagsschule, diese besonderen Stunden, die wir hier vorstellen, die kommen aus dem Ganztag. Ganztag heißt, die Schule beginnt um 8:30 und endet um 3:45. Und wenn Beziehung so wichtig ist und die Schule sagt, haben wir keine Zeit zu, ja, wir müssen ja hier üben für Mathe und Deutsch und Englisch, dann ist doch die Botschaft für das Wichtige ist bei uns keine Zeit. Das ist die ganz klare Botschaft, die ich damit rausgebe. Und ich finde, Lehrer müssen auch wertgeschätzt werden, indem sie dann für diesen wichtigen Bereich auch die Zeit bekommen. Die Schüler sind in der Zeit in der Klasse. Die machen Hausaufgaben, lesen, machen vielleicht noch ein Projekt zu Ende und der Tutor holt sich dann immer seine Tutanten raus. Ihr sagt auch gar nicht Lehrer zu, da sagst du immer, ist mein Tutor, ne? Sagt ihr zu den Lehrern, ne? Ja. Ja, wir haben ein Logbuch, das stellen wir jetzt nicht vor. Der ganze Tag wird begleitet durch ein Logbuch, da stehen alle Themen drin, die man erarbeiten muss von 7 bis 9. Da trage ich immer ein, was ich gemacht habe in der Stunde, mache eine kleine Selbsteinschätzung, aber nur durch ein Kreuzchen. Nehme mir ein Ziel für die Woche vor, schreibe rein, worauf ich stolz bin. Und für den Tutor ist dieses Logbuch dann auch so ein kleiner Leitfaden. Und übers Logbuch fällt auch auf, ob sich einer aus einem Lernbüro rauszieht. Also wir haben da auch ziemlich gute Kontrollmechanismen jetzt eingeführt, die man so bildlich auch sehen kann. Sonst könnte es schon passieren, dass sich der ein oder andere Schüler mal über ein halbes Jahr aus einem Fach rauszieht, was er nicht mag, wo er vielleicht ein bisschen Angst vor hat oder so. Das wird über den Tutor gesteuert. Über den Tutor wird auch
die Unterstützung gesteuert. Manche Schüler, Schülerinnen kommen und können total selbstorganisiert arbeiten und andere brauchen 3 Jahre, bis sie sich selber organisieren können. Und so geht der eine vielleicht die nächste Woche durch mit seinem Tutor und schreibt sich schon mal ein, was er so machen wird. Der andere arbeitet völlig frei. Und für die Kinder, wir haben ja auch Kinder mit geistiger Behinderung und Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen, da haben wir im Lernbüro, in der Lernbüroschiene ein extra Lernbüro, das heißt Lernbüro Plus. Und Plus bedeutet Plus an Material oder anderes Material, Plus an Zeit, Plus an Ruhe und Plus an erwachsenen Personen, die da noch sind. Und dieses Lernbüro ist aber frei für alle. Da gehen auch Kinder hin, die vielleicht so irgendwie nochmal so eine Angst in einem Fach überwinden müssen, machen dann mal einen Baustein, oder Kinder mit Dyskalkulie, LRS. Ins Lernbüro wollen immer mehr, als wir Plätze haben. Wir werden jetzt ein zweites Lernbüro Plus aufmachen. Das ist jetzt nicht so ein Abschiebelernbüro, sondern ein besonderer Ort, der ist auch sehr schön und da gehen viele gerne hin. Aber da ist eben auch ein Sonderschullehrer oder Lehrer, die auch bestimmte Ausbildung haben, wo sie Kinder unterstützen können. Ja, jetzt haben wir gezeigt, wie man alte Fächer in neuen Formaten so gestalten kann, dass individualisiertes Lernen möglich ist, Lernbüro-Projekt, interdisziplinäres Lernen möglich ist, Projekt, und Fächer, die besonders darauf abgestimmt ist, dass man in Beziehung tritt und Dinge klärt, Klassenrat, Klassenstunden, Tutor. Das wäre jetzt so die alte Schule, die wir kennen, ergänzt um diese Beziehungselemente und anders aufgestellt. Für uns ist das noch nicht genug. Denn auch wenn manche Projekte wirklich im Leben stattfinden, fehlen Elemente, wo man richtig im Leben lernt, wo man Verantwortung übernimmt, wo man Engagement, wo man Zeiten kriegt zum sich engagieren. Jedes Kind hat ein Recht auf Engagement. Kinder wollen sich engagieren. Und wir deckeln sie in der Schule mit viel Zeit, mit kognitiven Inhalten, die wir in sie manchmal reinschütten, manchmal ihnen anbieten. Es kommt so drauf an. Und für mehr ist dann keine Zeit. Ja? Wo lernen sie? Wir haben ja in unserer Gesellschaft kein Wissensdefizit. Wir haben ja ein ganz starkes Handlungsdefizit. Wir wissen total viel und kommen nicht ins Handeln. Wir sitzen den Klimawandel aus, wir sitzen den demografischen Wandel aus. Wir sitzen hier und müssen eigentlich müsste die ganze Schule darum gehen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und was brauchen wir dazu? Und was kann man jetzt schon auch ändern? Wie kann man Kindern, junge Menschen haben ja häufig schon die Einstellung, ich kann sowieso nichts machen. Die Probleme sind so riesengroß, ich kann sowieso nichts ändern. Wo wir jungen Menschen und auch Erwachsenen die Erfahrung ermöglichen, ich kann etwas bewirken. Ja, und deswegen haben wir jetzt für Qualitäten wie Perspektivwechsel, Umgang mit neuen Situationen, Handlungsmut, Risikobereitschaft. Da haben wir neue Fächer erfunden. Und die heißen, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Ja. Wir haben noch etwas Wichtiges vergessen, was für die Gemeinschaft nochmal ganz wichtig ist. Nämlich die Schulversammlung. Freitag, am Ende der Woche. Okay. Also am jeden Freitag, ganz am Ende, der allerletzte Unterricht in der Woche, ist bei uns die Vollversammlung. Da trifft sich die ganze Schule in unsere Aula, also die nennen wir Forum. Und da haben wir ganz verschiedene Punkte, die haben sich so mit der Zeit eingespielt. Da werden Sachen angesagt und erzählen Schüler, was sie an der Schule oder was sie gerne einfach mal sagen wollen. Das ist bei uns der Punkt Speak Your Mind. Wir singen das Lied der Woche, was wir jede Woche üben wir ein Lied ein, das singen wir da. Dann gibt es noch verschiedene Beiträge. Wir singen für
alle Geburtstagskinder, die in der Woche Geburtstag hatten, die kommen dann auf die Bühne, da singen wir Happy Birthday für sie. Und hat vielleicht jemand jetzt Geburtstag? Also in dieser Woche? So. Oh, es hat jemand Geburtstag. Ja, dann würde ich doch jetzt alle dazu einladen, jetzt einmal Happy Birthday zu singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lilly. Happy Birthday to you. Danke. Ja. Und dann gibt es noch ganz groß die Lobkultur, die bei der Vollversammlung nochmal sozusagen ausgeprägt wird. Und zwar der Punkt heißt Loben. Das wird an unserer Schule, es ist ein sehr großer Punkt, der sehr wertgeschätzt wird, weil wir es sehr wichtig finden, dass den Schülern gesagt wird, was gut an ihnen ist, damit sie sozusagen so weitermachen können. Und es baut einen ja auch auf, wenn man gelobt wird und regt einen an, so weiterzumachen und es wieder motiviert. Und ja, wir hatten die Idee, dass sie jetzt nochmal so kleine Gruppen machen und überlegen, wann sie das letzte Mal jemanden gelobt haben. Weil es ist, also einem fällt es gar nicht so auf, aber man lobt nicht so oft jemanden so und kommt zu jemanden und sagt, ja, ich lobe dich, weil du das echt toll gemacht hast, weil du mir super geholfen hast oder so. Das macht man einfach nicht so automatisch und das ist total wichtig, dass man das macht. Da man dann dem anderen zeigt, dass man das super fand, was er gemacht hat und dass er so weitermachen soll. Ja, sie können einfach wieder in den Gruppen machen, wie sie gerade gemacht haben oder sie können sich andere Gruppen suchen. Wir fangen im Übrigen jede Lehrerkonferenz mit einer Lobrunde an, seit einem Jahr. Das kann ich nur empfehlen. Die kleinen Sachen, die sonst keiner sieht. Und man erfährt so viel, wovon man nie erfährt. Die Stimmung ist super. Und es ist ein sehr guter Anfang von so einer Gesamtkonferenz. Ja, jetzt müsste ich vorstellen, da in so einer Schulversammlung sitzen 300 oder 350 Schülerinnen und Schüler. Immer eine Klasse bereitet die vor und moderiert. Man kommt dann so ein- bis zweimal im Jahr dran als Klasse, was man als Schüler. Und dann haben wir vielleicht einmal 3 Lobe und einmal 25. Ja, ist immer so, wie es gerade so ist. Lehrer loben, die Schüler. Der Hausmeister wird ganz oft gelobt, deswegen kommt er immer. Wir haben den besten Hausmeister, den man sich vorstellen kann. Und, aber es kommt jetzt nicht so drauf an, ob jeder da mal gelobt wird. Das ist einfach ein Zeichen, hier ist eine andere Kultur, der ist mutig, sich dahin zu stellen. Das ist auch so gelebter Mut eigentlich. Und ja, alle freuen sich, wenn einer was Gutes gemacht hat und sagen nicht, oh, Schleimscheißerchen will sich hier anscheißern und so weiter, sondern die gesamte Kultur ist einfach gewendet und manchmal entstehen so richtig ganz nahe Minuten auch, so wo Totenstille herrscht und wo ganz viel passiert, je nachdem, wie privat das gerade so ist, was man da sagt. Und dann haben wir noch zum Halbjahr und zum Schuljahresende, also immer dann, wenn es normalerweise Zeugnisse geben würde, haben wir Auszeichnungsversammlungen. Und bei der Auszeichnungsversammlung treffen wir uns wieder alle im Forum. Und da kriegt man schriftliche Auszeichnungen. Wer bestimmt, wer eine kriegt? Also man macht es in der Klasse sozusagen, die kommen von der Klasse. Die Klasse entscheidet, wer ausgezeichnet werden soll. Und die Schüler schreiben meistens auch die Auszeichnung. Bei uns in der Klasse ist es nochmal ganz anders. Jeder sucht sich jemanden, dem er eine Auszeichnung schreibt und dann wählen wir, welche Auszeichnungen sozusagen auf der Veranstaltung nochmal vorgelesen werden. Und ja, ich finde diese Auszeichnungsveranstaltung nochmal total wichtig. Die baut einen total auf, da merkt man nochmal, was man sozusagen bewirkt hat in der Klasse und wie man in der Klasse rüberkommt, wenn man sich jetzt super engagiert hat. Und dann nochmal eine Auszeichnung bekommt, dann merkt man wirklich, dass die Klasse einen auch wertschätzt und dass es wichtig ist, dass man in der Klasse ist und
dass man sozusagen einen guten Job gemacht hat. Und ja, ich fand die, das ist nochmal so ganz schön, wenn so die Auszeichnungen vorgelesen werden und so man hört, was alle Schüler an der Schule so machen und tun. Ja. Ja, 4 sind vorgegeben. Der oder die Leistungsbeste ist normal für Schulen. Den Aufsteiger des Jahres zu küren, ist nicht unbedingt schon so Gewohnheit. Ich sage mal, im Notensystem ausgedrückt, wer sich von 4,3 auf 3,8 hochrappelt, hat in der Regel mehr geleistet als jemand, der von 1,5 auf 1,4 geht und vielleicht damit der Klassenbeste ist. Und ja, und wenn man das dann noch hört, dass die Klasse sagt, ja klar, und du hast auch dies und dies und dies gemacht, im Sozialbereich auch, der Oberchaot, der immer noch alle nervt, aber sich total angestrengt hat, und dann kriegt er das gesagt, von seinen Mitschülern kann man das viel besser auch annehmen, dann wird es nochmal öffentlich gemacht, das hat schon so manchen oder so manche dazu gebracht. Wir zeigen jetzt mal 1 Minute Auszeichnungsversammlung, dann können Sie sich ein bisschen besser vorstellen. Lieber Fritz, wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ebenso wie gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr stets offen, freundlich und hilfsbereit aufgetreten. Du hast andere Schüler bei der Lernbüroarbeit, zum Beispiel als Language Assistant, unterstützt und deinen eigenen Lernfortschritt dabei nicht aus den Augen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einige Auszeichnungen zu vergeben, die besonders von den Lehrern auch kommen. Zum Beispiel für den Maximilian. Der Maximilian hat nämlich in der 11. Klasse mehrfach einen Vortrag über Physik gehalten, so dass dann die Elftklässler auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass der Maximilian nochmal in unserer Klasse die Vertretung für den Physikunterricht übernimmt. Unglaublich. Maria wird... Und das steht auch nochmal, so kannst du das in deinem Lernbüro nachlesen, für die größte positive Entwicklung im Mathe-Lernbüro im Team 1 ausgezeichnet. Gut, dann Leonard, ich möchte dich gerne auszeichnen als Leistungsaufsteiger des Jahres in der Klasse. Du hast in den Lernbüros, vor allem in NG und Englisch, dieses Jahr richtig große Fortschritte machen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung wert. Marlene Wenzel, ist sie da? Aha, hallo. Dich wollen wir gerne auszeichnen für dein besonders ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Das hast du gezeigt, indem du Verantwortung für die Klasse übernommen hast. Du hast nie irgendwie gemeckert oder protestiert, wenn du irgendwie was für die Klasse machen musstest. Auch im Projekt Verantwortung hast du sehr selbstständig und sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Und ich finde, das ist ein Vorbild für viele andere Mitschüler. Und mach weiter so. Ja, so ist die Auszeichnungsversammlung. 2-mal im Jahr, die auch nochmal sehr die Gemeinschaft stärkt. Und die Lehrerinnen und Lehrer werden auch alle ausgezeichnet. Von der Schulleitung. Die stehen dann alle auf der Bühne, die Halle tobt und klatscht. Das ist ein tolles Gefühl auch, also einmal so als ganzes Kollegium dazustehen und zu sehen, wie man dann auch angenommen ist von den Jugendlichen. Ja, das kostet alles nicht viel Geld, aber stärkt einen anderen Geist. Man erlebt viel, manche Tränen laufen auch so vor Rührung und ja, damit kann man viel prägen. Ich wollte euch noch fragen, ihr erlebt ja auch die Jahrgangsmischung. Bedeutet die euch etwas? Ja, also es ist eigentlich, ich finde es schön, dass die Klasse jedes Jahr wechselt und ich finde es auch toll, dass so viele verschiedene Schüler in einer Klasse sind. Dann ist es gar nicht mehr so normalerweise ist es so, okay, die sind jetzt alle meines Alters und wir sind alle irgendwie, wir arbeiten gerade am gleichen Thema und sind alle irgendwie einigermaßen gleich. Und ich finde, das ist toll, ich finde es vor allem praktisch, auch im Lernbüro, wenn ich zum Beispiel noch eine Frage zur Prozentrechnung habe, kann ich immer zu einem 8-Klässler gehen oder zu einem 7-Klässler, der hat es immer noch gemacht und es ist immer toll, weil man kann, man ist einfach nochmal so, nochmal ganz anders und man weiß, man akzeptiert einfach von vornherein, dass man anders ist, denn man ist gemischt und man ist von 7. bis 9. verändert man sich total. Ich habe gemerkt, wie ich mich in dieser Klasse verändert habe. Die Klasse verändert sich jedes Jahr.
Jeder verändert sich jedes Jahr, die Klasse verändert sich jedes Jahr und deswegen, und weil wir auch alle anders sind, das merkt man auch gerade da, man wird auch total darauf, alle anderen Freundinnen von anderen Schulen, die sagen mal, wie kannst du das denn? Ja, ich meine, die sind doch so klein oder die sind doch so groß, je nachdem, in welchem Jahrgang ich dann bin. Deswegen, ich finde, man gewöhnt sich einfach dran und das ist ja auch das, was auch in, dann später im Erwachsenenleben dann auch, ich meine, sie sind auch alle anders. Sie sind jetzt nicht alles gleichen Alters und beschäftigen sich gerade alle mit dem Satz des Pythagoras. Das ist nicht so. Ja, ich finde es auch total wichtig, dass wir so altersgemischt sind. Es herrscht auch in unseren Klassen nicht irgendwie so ein Machtspiel, ja, wir sind älter als ihr, deswegen sind wir jetzt besser oder deswegen sind wir cooler, keine Ahnung. Also das ist gar nicht so. Und wenn man kleiner ist und einen größeren hilft, dann fühlt man sich auch total toll, weil man jetzt sozusagen trotzdem helfen konnte, auch wenn man noch nicht so groß ist und noch nicht so alt, wurde trotzdem sozusagen das Wissen von einem nochmal benutzt und hat einem anderen geholfen. Und außerdem hat man so, also jedenfalls als ich in der siebten war, hatte ich so ein Vorbild und habe immer so zu den Neunern so hochgeguckt und habe nochmal so, also die waren sozusagen, haben mir nochmal gezeigt, ja, wie man so ist und was man so sozusagen alles Gute habe ich so versucht auch so umzusetzen wie die und so. Also man hat es ist total wichtig, finde ich, dass man so ein Vorbild hat und dass man also so in der Klasse einfach akzeptiert wird, auch wenn man kleiner ist und nicht dieses Machtspiel die ganze Zeit herrscht, weil so kann ja die Gesellschaft nicht sein. Außerdem ist es wichtig, wenn man hat, man hat ja die Vorbilder und man wächst man leichter in die Schule rein, weil es ist ein ganz anderes System als eine andere Schule, wie man es normalerweise gewöhnt ist. Deswegen lässt es sich mit diesen Vorbildern, die Myla gesagt hat, einfach viel leichter verstehen. Wenn man weiß, die haben es geschafft, man weiß, wie die es machen. Ja. Ja. Und für viele ist sowas ja undenkbar irgendwie. Und ich finde, man kann, glaube ich, Menschen schlecht überzeugen, dass so eine große Heterogenität einfach schön ist und jedem nutzt und ein großer Schatz ist. Aber wenn man jungen Menschen das ermöglicht, dass sie das erleben, dann ändert sich, glaube ich, auch die Einstellung. Und ich finde, dieses Geschenk sollten wir unserer jungen Generation machen, dass sie das erleben dürfen, wie toll es ist, verschieden zu sein, aber trotzdem nicht beliebig, denn unsere Schule steht für etwas. Damit komme ich zum nächsten Punkt, der uns auch sehr wichtig ist. Ich kann jetzt, wenn ich von der Hirnforschung komme, kann ich sagen, Lernen braucht Begeisterung, Begeisterung braucht Bedeutsamkeit, Bedeutsamkeit braucht Sinn. Ich kann aber auch einfach sagen, es ist wichtig, dass jede Schule ein Ethos hat und für etwas steht. Und unser Ethos ist das Ethos der nachhaltigen Entwicklung. Wir sind Agenda-Schule, also wir arbeiten nach der Agenda 21. Das sollen eigentlich ja alle Schulen machen. Die UNESCO hat ja weltweit die Nachhaltigkeit uns ans Herz gelegt. Das ist eigentlich sogar eine Verpflichtung. Und diese vier Elemente, auf denen unsere Schule fußt, unser Leitbild, die sind auch von der UNESCO, die sind auch weltweit ausgegeben. Ein Teil ist das Wissen, Lernwissen zu erwerben. Genauso wichtig ist das Zusammenleben lernen, da haben wir schon drüber gesprochen. Genauso wichtig ist Handeln lernen und Handeln lerne ich durch Handeln. Da kommen wir jetzt noch zu in unserem zweiten Teil. Und Lernen zu sein, damit ist gemeint, dass man es jungen Menschen ermöglicht zu spüren, was ist in mir, wo ist meine Stärke, wofür bin ich eigentlich auf der Welt und im gelungensten Fall und wie gehe ich dann auch in meinen Beruf oder was will ich in meinem Leben bewirken und tun. Ja, also es geht um Verständigung, um Verantwortung. Natürlich spielen bei uns in dem Kontext ökologische Themen ganz oft eine Rolle in Projekten. Wir versuchen auch ökologisch den Alltag zu gestalten. Wir haben auch schon bei Plant for the Planet haben wir mitgemacht, haben wir 100.000 Bäume gepflanzt in 3 Jahren, haben wir geschafft, haben wir versprochen, 100.000 Bäume zu pflanzen. Und wir dachten, wir schreiben alle Berliner Schulen an
Berlin hat 300.000 Schüler ungefähr. Und da werden wir sofort 100.000 finden, die einen Euro geben und einen Baum pflanzen. Und keine einzige Schule hat mitgemacht. Keine einzige. Und also ich habe jetzt nicht alle persönlich angesprochen, aber keine hat reagiert. Und ich habe in einigen Schulleiterversammlungen, die auch unterschiedlich waren von der Zusammensetzung her, das Thema angesprochen. Alle haben gesagt, haben wir keine Zeit für. Ja, und dann haben wir eine E-Mail rumgeschickt an Grundschulen und haben reingeschrieben, wir würden Grundschulkinder zu Klimabotschaftern ausbilden und hatten innerhalb von einer Woche 137 Anmeldungen. Und ja, wir haben dann mehrere Tagesseminare gemacht und wir haben insgesamt 250 Grundschulkinder zu Klimabotschaftern ausgebildet, die dann Vorträge gehalten haben, ihrerseits wieder etwas bewirkt haben. Eine Schülerin von uns, die ist auch hier, die hat auch dieses Buch, was hinten ausliegt, mitgeschrieben, die Lara. Die war als 8-Jährige oder 10-Jährige auf so einer Konferenz und war so ergriffen, weil sie hat die ganze Zeit hat sie so gemerkt, dass sie eigentlich etwas machen möchte. Ja, und jetzt hatte sie plötzlich etwas, was sie tun kann und was sie bewirken kann. Das hat sie total beflügelt. Und sie hat dann als Viertklässlerin in ihrer gesamten Grundschule, in jeder Klasse, Vorträge gehalten. Die musste sich erst mal durchsetzen bei der Schulleiterin, die das gar nicht wollte. Und hat dann an der Schule eine Klimakonferenz organisiert, an der 60 Grundschulkinder teilgenommen haben. Und die ist jetzt bei uns. Und da habe ich so gemerkt, ich weiß das von vielen Schülern, aber bei ihr war das so deutlich, dass das für sie ein ganz entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben war. Und bei uns gibt es jetzt ein Fach, was extra dazu da ist, dass man sich engagiert. Und das ist das Schulfach Verantwortung. Ja, Schulfach Verantwortung hat man in der 7. und 8. Klasse. Also wir haben drei solche Fächer, die anderen sagen wir jetzt noch nicht, die erzählen wir später und die bauen aufeinander auf. Das erste ist Schulfach Verantwortung. Es geht darum, dass man sich in der Gesellschaft engagiert. Es gibt ganz viele Projekte und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und ich denke, das ist nicht nur in Berlin so, sondern man kann überall kann man fragen. Und als Siebklässlerin habe ich so am Anfang gedacht, so, oh Gott, bald muss ich ein Projekt Verantwortung gefunden haben. So, jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt hier 12 Jahre alt, keiner will mich. Ich bin so ein kleines Kind, dachte ich halt immer so. Und dann habe ich halt nachgefragt, dann haben sie halt gesagt so, ja, natürlich, also ich habe in einem Kindergarten ein Projekt Verantwortung gemacht und habe dort immer mit den Kindern gelesen, also so wie auf dem Bild zum Beispiel dort auch. Und es war einfach total toll, auch zu merken, beim ersten Mal dachte ich so, ja, das ist total toll. Und beim zweiten Mal kamen auch schon die Kinder auf mich zugestimmt und kannten meinen Namen. Ich habe mir deren Namen gar nicht so gut gemerkt und die kamen so, wie schön, dass du da bist, willst du uns was aus Wiki, die Geschichtensammlung vorlesen? Und dann meinte ich, ja, das ist ja total toll. Und ich habe einfach gemerkt, dass es da gibt es jemanden, der mich braucht und da gibt es einen Sinn. Denn es ist, okay, ja, ich habe jetzt hier was über Physik gelernt, aber genau genommen sucht man da meistens, vor allem in unserem Alter, so ja, Pubertät und so, sucht man immer so ein bisschen nach einem Sinn. Und das ist das Schulfach, was für mich damals, also es gibt ja noch die Steigerung, die für mich dann noch mehr Sinn macht, weil sie auch gesteigert ist. Und das hat für mich dann wirklich richtig Sinn gemacht, weil ich habe gemerkt, das hat was bewirkt. Ja, bei mir war es auch so. Ich war auch einmal im Kindergarten und dann war ich einmal im Krankenhaus auf einer Kinderstation und war da im Kinderspielzimmer und habe mit den kranken Kindern gespielt oder war bei denen im Zimmer und habe mit denen gespielt am Bett. Und da habe ich auch so gemerkt, dass einfach dafür die Erzieher fehlen, die extra ins Krankenhaus kommen und da die Kinder beschäftigen. Und die Kinder taten mir immer total leid, weil die lagen dann die ganze Zeit da rum und wurden nicht abgelenkt von deren Krankheiten oder von deren Schmerzen.
Und ja, konnten dann halt nur im Bett liegen. Und das, ich glaube, die waren total froh, wenn dann jemand kam und gesagt hat, komm, wir spielen was. Und die haben sich wirklich so reingesteigert, die haben sich so gefreut dann irgendwann und haben nur noch gelacht, obwohl die eigentlich krank waren. Und es war immer total schön zu sehen, dass man wirklich gebraucht wird und dass es nicht irgendwie so ist, ja, ich mache jetzt was, aber es ist eigentlich nicht so wirklich sinnvoll, es braucht eigentlich keiner. Da hat man wirklich gemerkt, man wird gebraucht und es ist auch wichtig, dass das jemand macht. Ja. Ich kann auch sagen, in meinem zweiten Jahr, also ich tanze Modern Dance, in meinem zweiten Jahr habe ich einen Tanzkurs angeboten, also in der 8. Klasse, habe ich einen Tanzkurs angeboten für Grundschüler. Das war natürlich, also am Anfang war es total krass für mich, weil es natürlich noch mehr Verantwortung war, weil war ich nicht da, dann saßen da so ein paar Kinder arm und verlassen in dem Raum rum und wussten nicht, was sie tun sollen. Und das lief dann meistens auf Folgendes hinaus, denn wenn Kinder sich bewegen, das ist die ganz wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, wenn Kinder sich bewegen, dann werden sie irgendwann total euphorisch und rennen irgendwann nur noch rum. Dann schreien sie rum, man kann sie überhaupt nicht mehr zum Schweigen bringen. Und da war ich am Anfang auch total überfordert, so von wegen so, ja, was mache ich denn jetzt mit diesen rumrennenden, schreienden Kindern? Dann ging es am Anfang, haben sie auch tanzen, also wenn ich so gesagt habe, okay, wir machen jetzt hier ein Tanzspiel, so, dann haben sie auch tanzen total, also das Einzige, was sie dachten, okay, tanzen, es hat was mit Hopserlauf zu tun. Und dann irgendwann endete es mit Hopserlauf im Uhrzeigersinn. Und ja, das war dann so die ersten Male. Und dann haben wir gearbeitet und gearbeitet, jede Woche wieder 1,5 Stunden Tanztraining immer mit denen. Dann waren die auch, haben sie mir ständig gesagt, wie toll sie es finden, mit mir den Tanzkurs zu haben, dass ich die beste Tanzlehrerin wäre. Sie kamen auch, sie fanden mich auch sehr verantwortungsbewusst und so, also das haben sie mir auch gesagt und sie haben mich auch ständig gefragt, so, wie alt ich eigentlich wäre, sind auch nicht so richtig darauf klargekommen, dass ich noch nicht erwachsen bin. Sie fragten mich auch einmal fragte mich ganz am Anfang noch, ein Mädchen, die war dann erste Klasse, fragte mich, du Ivi, hast du schon einen Mann, mit dem du ins Restaurant gehen kannst? Und, Ivi, hast du eigentlich auch schon Kinder? Oder Ivi, gehen deine Kinder schon in die Schule? Und dann meinte ich so, nee, ich habe noch keine Kinder. Ihr wisst ja, ich bin auch noch in der Schule. Und das war aber, dann nach dieser ganzen Unkonzentration habe ich aber gemerkt, wie es mit jedem Mal besser wurde. Wie mit jedem Mal die Kinder eine längere Aufmerksamkeitsspanne hatten, ein besseres Bewegungsgedächtnis. Und am Ende haben wir eine Aufführung gehabt und die war so toll. Wir haben eine Choreografie gemacht. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Es war einfach so ein Erfolg und ich bin auch heute noch unfassbar darüber, dass diese Kinder sowas hinbekommen haben. Und dann war es so, dann hatten wir noch 2 Termine und dann haben sie mich halt gefragt, so von wegen so, ja, welche Kostüme zieht man da bei der nächsten Aufführung an? Und dann war ich ganz perplex, weil wie soll ich denen denn Ende erklären? Ich mache jetzt das jetzt nicht weiter, denn jetzt endet mein Projekt Verantwortung. Also letztendlich, also ich führe es jetzt auch noch weiter und das ist auch ganz toll, aber es hat mir einfach die ganze Zeit in der 8. Klasse, in der 8. Klasse ist immer so eine relative Null-Bock-Stimmung. Ich glaube, es hängt auf jeden Fall mit dem Alter zusammen. Auf jeden Fall hat es mir einfach so über die 8. Klasse so gut hinweggeholfen, dass ich wusste, Mittwoch war auch mein Lieblingstag. Ich habe immer gedacht, okay, jetzt ist Mittwoch, jetzt habe ich PV, oh, da kommen die süßen Kinder wieder. Und dann war ich, also das war wirklich eine super tolle Erfahrung. Und ich weiß auch jetzt, Sie merken ja, wie ich davon erzähle, dass ich bin richtig begeistert davon. Ja, ja. Ja, dann gibt es noch ein anderes Projekt, das kann man mit PV verbinden, also das kann man als PV machen, als Projektverantwortung. Das kann man aber auch als Werkstatt machen, und zwar das Projekt Sprachbotschafter. Da geht man in andere Grundschulen mit hohem Migrationshintergrund, also mit vielen Schülern, die halt nicht so gut Deutsch sprechen, und hilft da sozusagen in der Freiarbeit oder in verschiedenen Stunden den Schülern einfach so, sozusagen ist nochmal so ein spezieller Lernbegleiter. Man hat entweder einen speziellen Schüler oder man ist für die ganze Klasse da
Und es ist auch so, dass die Schüler nach dem zweiten Mal auf einen zugerannt kamen, als man kam, und haben einen umarmt und haben freudig gesagt, wie toll es ist, dass wir jetzt wieder da sind und so. Und ja, ich habe ein Jahr dieses Projekt gemacht und ich fand das Projekt auch total toll. Man hat total gesehen, wie sich die Schüler entwickelt haben und also die haben dann so ein Vertrauen zu einem aufgebaut und dann haben sie auch viel besser bei einem gearbeitet. Also die konnten sich dann viel besser konzentrieren und auf einen einlassen. Und ja, man hat sozusagen so richtig gemerkt, wie sie sich gesteigert haben im Lernen. Und für die Schüler war das auch nicht so, wir waren nicht so in der Lehrerrolle, sondern wir waren in der die waren für uns sozusagen wie Freunde. Wir haben versucht, denen so gut wie möglich das zu erklären, so zu erklären, wie wir es auch verstanden hätten, wie wir es gelernt haben. Und ja, ich habe mit einer Freundin auch noch das Bienchensystem eingeführt, dass wir Bienchenpässe für jeden eingemacht haben und dann am Ende des Tages Bienchen verteilt haben, die besonders gut gearbeitet haben oder die sich heute besonders gut angestrengt haben. Und ja, die Schüler waren dann richtig motiviert und haben immer gesagt, oh, ich muss heute unbedingt ein Bienchen kriegen, deswegen muss ich mich heute total gut konzentrieren und haben dann auch das zu den Mitschülern gesagt und gesagt, ja, ich kann jetzt nicht quatschen oder so, weil sie unbedingt ein Bienchen haben wollten. Und es war total lustig zu sehen, dass auch so Schüler, die eigentlich lieber der Klassenclown sind und eigentlich gar nicht arbeiten wollen, dann trotzdem richtig gut gearbeitet haben und nur damit sie halt ein Bienchen kriegen. Und am Ende von 10 Bienchen haben sie dann halt eine kleine Überraschung bekommen von uns. Gut. Ich glaube, dass auch ohne Bienchen viele gearbeitet haben. Also Sprachbotschafter liegt mir jetzt besonders am Herzen. Sprachbotschafter heißt nicht Deutschunterricht, sondern heißt in Kommunikationstreten. Die heißen neuerdings, heißen die auch gar nicht mehr Sprachbotschafter, sondern die Bildungsbande. Wichtig ist da, ich tue etwas sehr Wirksames wieder. Wir gehen in Schulen im sozialen Brennpunkt. Ich weiß nicht, wie die Situation in Österreich ist. Wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem. Über 20% der Kinder sind nach 10 Jahren nicht vermittelbar. Viele verlassen die Schule ohne Abschluss und keinem fällt wirklich was ein. Das Problem ist bekannt schon seit langem. Und warum beteiligen wir eigentlich nicht Jugendliche an der Lösung? Wie viele Jugendliche sitzen und veröden in der Schule, ja, und könnten sich da wirklich für ein großes gesellschaftliches Thema einbringen und einsetzen? Und wir gehen zu den ganz Kleinen, erste, zweite Klasse. Und wir haben morgens noch Zeitfenster in der Werkstattzeit, da kann man da hingehen, im Schulfach Verantwortung. Man kann auch einen ganzen Tag hingehen, also weil wir so einen offenen Stundenplan haben. Und manche machen Hausaufgabenbetreuung, manche Projekte, manche helfen im Unterricht. Und die Lehrer sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen. Und die Schüler sagen, Lernen macht so einen Spaß, kommt doch öfter. Und unsere Schüler merken, sie tun was ganz Wichtiges und das ganze Projekt hat noch eine gesellschaftliche Komponente. Wir haben in Deutschland einen sich zunehmend entwickelnden so eine Abwehr von Fremden. Und es gibt eine Studie von einem Soziologen, eine 10 Jahre Langzeitstudie. Der hat untersucht gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten in Deutschland. Und das Ergebnis war, dass die Akademiker sich entsolidarisieren. Und die Akademiker haben in Deutschland fast alle humanistische Gymnasien durchlaufen. Und auch sonst zeigt ja vieles, schauen wir uns nur das 20. Jahrhundert als das blutigste Jahrhundert in der Weltgeschichte an, dass die Vermehrung von Wissen nicht zur Vermehrung von Menschlichkeit führt unbedingt. Deswegen müssen wir unbedingt aufpassen, dass uns die Menschlichkeit nicht verloren geht in der Schule, in Kindergärten, in der Grundschule, also in Zeiten, wo Kinder dann auch aufwachsen und sich entwickeln. Und die Ursache, also es haben, um das mal deutlich zu machen, über ein Drittel hat angekreuzt, es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen.
Und über ein Drittel hat angekreuzt, Deutschland kann sich weniger nützliche Menschen nicht leisten. Es hat zu keinem Aufschrei in der Gesellschaft geführt. Die Ursache, deswegen kann man noch Hoffnung haben, die Ursache ist immer die fehlende Begegnung. Die fehlende Begegnung. In dem Moment, wo ich Menschen begegne, eine persönliche Beziehung aufbaue, gehe ich nicht in dieses Abwehrschema rein. Was ganz interessant war, Sie haben sicherlich verfolgt diese NSU-Affäre in Deutschland, wo so viele Menschen umgebracht wurden und niemand ist auf einen rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Hintergrund gekommen. Und ich habe gestern einen Vortrag gehört von einer Abgeordneten, die war Vorsitzende in dem NSU-Untersuchungsausschuss und die haben ja alle Akten, Einsicht in alle Akten gehabt. Und sehr früh hat ein Ministerpräsident quer über einen Zeitungsausschnitt geschrieben, könnte nicht ein fremdenfeindlicher Hintergrund dahinter sein. Und dann hat sie den befragt und hat gesagt, wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Und dann hat er gesagt, ich kenne den Blumenhändler. Als erste wurde ein türkischer Blumenhändler erschossen. Ich kenne den, ich habe bei dem immer Blumen gekauft. Ja, die wurden ja immer gleich in der Ecke, Drogenhändler und so weiter gesteckt. Und da habe ich auch gedacht, der hatte die persönliche Beziehung, der ist nicht in so eine Schiene reingekommen, in so ein Denkmuster, in so eine Schiene. Und deswegen ist dieses Projekt, außer dass es natürlich einen wirklichen gesellschaftlichen Handlungsbedarf aufgreift, auch noch unter diesem Aspekt der Begegnung, der Beziehungsaufnahme, der so Abwehr von Fremdenfeindlichkeit auch sehr, sehr wichtig. Ja, das ist skaliert, das Projekt. Die Kinder kriegen zweimal eine Doppelstunde in der Ausbildung und es gibt es bereits jetzt in mehreren Städten und in Berlin, glaube ich, in 24 Schulen. Jetzt kommt die Steigerung. Ihr habt sie ja schon angekündigt. Die Steigerung vom Schulfach Verantwortung, wo ich ja in meinem Umfeld bleibe. Ich gehe hinaus ins Gemeinwesen. Wir machen immer eine Börse zu Anfang des Schuljahres. Da stellen die Schüler Projekte vor. Manche sagen, ach, ich führe dein Projekt weiter. Es sind immer außerschulische Partner da, die sagen, wir könnten Hilfe brauchen. Und so findet jeder sehr schnell etwas. Ich muss noch dazu sagen, die Lehrer haben auch alle das Schulfach Verantwortung in ihrem Plan. Das heißt, die Lehrer kriegen bezahlte Stunden für Schulfach Verantwortung und der Tutor führt Reflexionsgespräche, das ist ganz wichtig bei diesem Fach, und besucht seine Schüler und Schülerinnen oder ihre und lernt so das Gemeinwesen kennen, sieht plötzlich Schüler in ganz anderem Umfeld, die total anders sind, besonders die coolen Jungs. Coole Jungs in Verbindung mit älteren Menschen, mit Kindern, mit im sozialen Handeln, machen auf einmal ihr Herz auf, weil die Peer Group nicht dabei ist. Die dürfen auf einmal etwas eine ganz andere Seite zeigen. In der Schule sind die wieder die coolen Jungs dann. Und das hat so manchen auch wirklich sehr vorangebracht und gefördert und auch dazu geführt, dass sie gewisse Verhaltensweisen abgelegt haben. So, jetzt kommt die Steigerung. Ja, die Steigerung ist das Projekt Herausforderung. Das Projekt macht man in der 8., 9. und 10. Klasse. Und es geht darum, dass man raus aus Berlin kommt und dass man eine Herausforderung über 3 Wochen bewältigt. Also ja, man hat für diese 3 Wochen auch nur 150 Euro. Das heißt, es ist auch nochmal eine große Herausforderung, wenn man irgendwie weit weg fahren möchte, dass man dann überhaupt noch genug Geld hat. Und man plant von Anfang an dieses Projekt selber. Das ist, selbst die Planungszeit ist schon eine Herausforderung. Und dann sind halt nochmal diese 3 Wochen intensiv. Und da fährt man halt raus aus Berlin, fährt irgendwo hin und macht eine Herausforderung alleine oder mit mehreren Leuten zusammen. Und ja, da ist schon richtig viel rausgekommen, richtig tolle Sachen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr tolles Projekt, was schon viele weitergebracht hat, weil man einfach so nochmal, man lernt so viel, vielleicht jetzt nicht irgendwas über Physik und Mathe, sondern einfach, man lernt total viel fürs Leben, was man später braucht. Man lernt, wie man zurechtkommt, wenn man nicht die ganze Zeit seine Eltern hat, die den Urlaub planen oder das planen, sondern man macht irgendwas alleine, was dann... Und wenn man am Ziel ist, dann ist man
so stolz auf sich selber und man ist total, also man ist wieder total motiviert und das baut auch total sein Selbstbewusstsein auf, wenn man so was Tolles geschafft hat, was man von Anfang an selber geplant hat, was man unbedingt machen wollte, wo man denkt, das schaffe ich doch gar nicht und man geht bei diesem Projekt auf jeden Fall an seine Grenzen und auch ganz oft über seine Grenzen, aber trotzdem, wenn man es dann geschafft hat, dann ist man total stolz auf sich selber. Also das Wichtige ist auch nochmal, um das nochmal zu sagen, also so wie es jetzt ist, also die meisten stellen sich so vor, ja, du machst irgendwas Cooles, du machst eine Fahrradtour, alles ist perfekt und dann am Ende kommst du an und alles ist cool. Aber so ist es nicht, denn eigentlich geht jede Herausforderung von vornherein immer nur schief. Denn egal, wie gut man geplant hat, man wird sich gleich am Anfang verlaufen und es wird alles schief gehen, man hat zu wenig Geld und wird, wie ich, 3 Wochen lang Spaghetti mit passierten Tomaten essen. Und es ist aber trotzdem, auch wenn man jetzt sagt, okay, Ivi, wieso wäschst du dir freiwillig in der Ostsee die Haare mit ökologisch abbaubarem Spülmittel? Ja, also, das Gefühl, wenn man dann zurückkommt, ist ganz toll. Und sie so, ja, wieso denn überhaupt, jetzt bist du wieder in der Zivilisation, sei doch froh und so. Aber so ist es nicht, denn man lernt, man zieht so viel heraus, denn man weiß, okay, egal, irgendwann, ja, spätestens nach der zweiten Herausforderung, denkt man sich, okay, ich habe jetzt gelernt, alles geht immer schief, aber normalerweise muss man versuchen, das Beste draus zu machen. Denn auch wenn zum Beispiel wie ich, man irgendwann irgendwo im schwedischen Wald ist und da ein Zaun ist, wo steht, militärisches Übungsgelände, betreten verboten. Das ist uns wirklich passiert und ja, dann ist es irgendwie so ein bisschen, dann ist man halt da und man weiß nicht, was man machen soll. Normalerweise, wenn man so jetzt bei mir in der Schule, gibt es dann immer irgendjemanden, den ich fragen kann, aber da gibt es niemanden, denn da gibt es nur mich und meine Gruppe und es gibt einen Begleiter, also wir kriegen einen Begleiter, das sind meistens so Studenten oder so, die dadurch wahrscheinlich auch so viel lernen, wie sie normalerweise in ganz vielen Kursen, also allein die Gruppen zusammenzuhalten ist, also ich würde vielleicht Betreuerin sein wollen, um noch eine Herausforderung haben zu können, aber also freiwillig mit den pubertierenden Mädchen mitzufahren, das würde wirklich weit an meine Grenzen gehen. Da lernt man bestimmt sehr viel über Team-Manipulation oder so. Und auf jeden Fall lernt man, wie man mit Scheitern umgeht. Denn man wird scheitern, man scheitert die ganze Zeit, aber am Ende denkt man, okay, ja, wieso, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Okay, ich scheitere, aber naja, kann ich mittlerweile. Habe ich mittlerweile schon ein bisschen geübt. Also das ist es ist eine krasse Erfahrung und man weiß immer so, alle denken auch am Anfang so, oh Gott, das so, wenn ich sage, okay, ich will in Schweden Wildzelten, dann sagen meine Eltern, oh Gott, Ivi, nein, das überlebst du nicht. Dann sage ich, ja, okay. Und am Ende sagen mal selbst meine Eltern, die normalerweise manchmal ein bisschen ängstlich sind, sagen sie so, ja, Ivi, es ist total toll, wie du zurückgekommen bist, du bist jetzt so selbstsicher, was ist nur passiert mit dir und so. Und das sagen eigentlich fast alle Eltern und alle Eltern heulen am Anfang rum. Deswegen... Ja, auch alle, auch viele Schüler. Es ist immer dieses krasse Gefühl, wenn man dann losfährt, beziehungsweise wenn dann so man mit dem Zug fährt oder mit dem Fahrrad, wenn wir dann losgefahren sind mit dem Zug, da war so dieses Gefühl, oh Gott, auf was lasse ich mich hier nur ein? Das ist passiert, das ist bei den meisten dann so. Aber das ist so, das motiviert einen so. Normalerweise läuft es so ab. Am Anfang vom Jahr haben wir unsere Herausforderung. Dann ziehen wir ein halbes Jahr Motivation daraus, was wir alles geschafft haben. Dann fängt wieder die Planung an und wir können uns auf die nächste Herausforderung freuen. Und so motiviert es uns einfach durchs ganze Jahr immer. Und ich weiß nicht, es ist einfach so, diese Herausforderung geht nicht nur über diese 3 Wochen, sondern dass man sich immer herausfordern muss, ist ja in unserer Schule ganz besonders wichtig. Ja, durch dieses Projekt merkt man auch nochmal ganz stark, dass wenn man etwas wirklich will, dass man es dann auch schafft, weil viele setzen sich total hohe Ziele und denken schon von Anfang an, ja, das ist eigentlich total unmöglich, dass ich diese Herausforderungen machen werde. Ich werde wahrscheinlich nicht mal in den Zug steigen, geschweige denn wieder zurückkommen, aber man merkt total oft, dass, also wenn man es wirklich will und wenn man alle Energie da reinsetzt, dann schafft man auch dieses Projekt. Und dann kommt man auch heil wieder zurück und dann kann man wirklich unglaublich stolz auf sich sein, wenn man auch noch ein Projekt geschafft hat, wo man von Anfang an eigentlich gesagt hat, man schafft es nicht. Man darf sich nur nicht selber runtermachen und
irgendwie negativ denkt. Man muss immer positiv bleiben und dann schafft man es auch. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein paar Beispiele bringen, so was wir so gemacht haben. Dann, ja, dann fange ich mal an. Also in der 8. Klasse war ich auf einem Reiterhof. Okay, das klingt jetzt erstmal so nach Reiterferien und so, aber es waren auf keinen Fall Reiterferien, denn wir haben von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gearbeitet und haben eigentlich die ganze Zeit, also ich habe bestimmt da mal mein eigenes Körpergewicht getragen, also es war total verrückt. Wir haben morgens fing es an mit, ja, dann hier den Stall machen, da erstmal Heuballen ziehen und dann hin und her wurschteln und es war total, eine total krasse körperliche Herausforderung. Außerdem war es meine erste längere Zeit ohne meine Eltern, ich meine jetzt okay, außer Klassenfahrt, aber es war was anderes. Und dann war es so, okay, du bist total fertig, mit Mittagspause, du hast 10 Stunden gearbeitet, körperliche Arbeit, du liegst im Bett, du verreckst gleich, aber weil du jetzt irgendwie auch Hunger hast, musst du ja irgendwas essen und da du nichts mehr zu essen hast, muss jetzt irgendjemand einkaufen fahren. Normalerweise läuft bei uns zu Hause so, wenn ich dann so im Bett liege und gerade fast tot bin, dann sage ich immer sowas wie, Mama, kannst du mir vielleicht das und das kaufen? Und dann sagt sie, ja, okay, du siehst ja wirklich fertig aus und geht dann los und kauft es mir. Aber das ist, da war es ein bisschen das Problem, weil, naja, es gab halt da keine Eltern und niemanden, den wir für uns einkaufen schicken konnten. Also mussten wir dann trotzdem die 10 Kilometer, wirklich 10 Kilometer, denn wir waren mitten im tiefsten Brandenburg und da man glaubt gar nicht, wie dünn gesiedelt Supermärkte sein können. Also das war echt, ja. Also es war echt krass und dann diese 10 Kilometer noch zu fahren, war auf jeden Fall danach nochmal immer diese Herausforderung, jeden Tag dann nach dem Arbeiten dann noch loszufahren. Das war echt krass. Also wir haben dann auch immer viel eingekauft, aber irgendwie komischerweise haben wir so viel Essen zu uns genommen, dass wir es immer wieder aufgegessen haben. Also müssen wir jeden Tag einkaufen fahren. Ja, gut, dann erzählst du mal deine... Ja, ich war in der 8. Klasse in Frankreich wandern. Wir sind mit dem Zug nach Paris gefahren, was schon mal richtig teuer war. Das heißt, wir hatten eigentlich gar kein Geld mehr für Essen. Und dann hatten wir auch noch diese 20 Kilo schweren Rucksäcke und wir waren so kleine Mädchen, alle total dünn und konnten eigentlich gar nichts tragen, aber hatten trotzdem diese Rucksäcke und mussten dann auch noch wandern und zwar bei dieser Hitze. Und ich war in einer Gruppe mit 4 anderen Mädchen und wir haben halt immer wild gezeltet. Wir haben meistens bei Leuten im Garten gefragt, ob wir da einfach für eine Nacht schlafen können. Und wir konnten dazu auch noch kein Französisch. Und wir haben uns da eigentlich dann so mit Händen und Füßen durchgeschlagen und Englisch. Aber Englisch geht ja auch nicht immer, weil die Franzosen wollen ja eigentlich kein Englisch lernen. Und ja, das war wirklich eine große Herausforderung, vor allem weil es die erste Herausforderung für uns war. Und unsere Eltern haben uns am Anfang echt den Vogel gezeigt und haben gesagt, ja, ihr wollt nach Frankreich da wandern mit 150 Euro, das schafft ihr niemals. Und am Ende haben die dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass ihr das jetzt geschafft habt. Und dann waren sie total stolz auf uns und ja, also bei diesem Projekt lernt man einfach total viel und man merkt danach auch in der Gruppe, es ist eine ganz andere Atmosphäre in der Gruppe und man merkt, dass man total zusammengewachsen ist und man sich viel besser kennt, obwohl es eigentlich nur 3 Wochen sind, aber danach ist einfach so eine ganz andere Gruppendynamik und also wenn man sowas geschafft hat in der Gruppe, dann ist man wirklich fast unzertrennlich. Also es ist auch immer so, man lernt auf Herausforderungen, lernt man den Menschen so gut kennen, das hätte ich nie, also wirklich, es war echt krass, was ich da so über meine Freunde erfahren habe, ja. Also es war echt so, man lernt, man nach Herausforderungen, man ist ja, also auf meiner 2. Herausforderung, da erzähle ich gleich noch was darüber, da war ich mit meiner Freundin, also mit meiner besten Freundin, mit der habe ich auch mein Zelt geteilt, das heißt, ich war 3 Wochen lang nur mit ihr zusammen, die ganze Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber normalerweise bin ich nach der Schule schon so zu Hause und denke so, oh, keine Menschenseele in mein Zimmer und jetzt allein Musik hören. Aber
das ist gar nicht so, das ist so, man muss sich so, das ist so ein, man, es ist so ein Schock, so zu sehen, die ganze Zeit, man muss, ist die ganze Zeit mit dieser Person zusammen und hat eigentlich fast überhaupt keine Privatsphäre mehr. Und, also ich meine, okay, es ist nur für 3 Wochen, also nur, weil man, es gibt so eine Rechnung, die haben wir in unserer Gruppe aufgestellt, und zwar, dass ein Herausforderungstag an Erfahrung ungefähr so viel zählt wie eine Schulwoche. Denn in der Schulwoche, okay, bla bla bla, man kann hier, ich habe was über Mathe gelernt und so, aber an einem Herausforderungstag kann so viel passieren. Du wachst morgens auf, fährst los, dann verläufst du dich erstmal. Dann kommst du in den Supermarkt und denkst, oh, hier ist ja leckeres Essen, das ist sehr billig, das kaufen wir, dann haben wir endlich mal wieder was Leckeres nach 2 Wochen Spaghetti mit passierten Tomaten. Und morgens jeden Tag Haferflocken mit Wasser, kalt. Sie hatten es wenigstens warm und mit Zucker, wir hatten es kalt, denn wir mussten Gas sparen. Und es wechselt einfach immer so schnell von dieser Hoch- und Tiefstimmung. Man denkt, ja, okay, wir haben uns nicht mehr verlaufen. Okay, wir haben uns wieder verlaufen. Ja, wir haben uns nicht mehr verlaufen. Okay, jetzt ist der Reifen kaputt. Und das passiert einfach so schnell und es passiert so viel, dass man kann es gar nicht richtig fassen. Und abends liegt man im Zelt und denkt halt immer darüber nach, oh Gott, das war erst heute. Und gleichzeitig vergeht die Zeit auch noch so schnell, dass man denkt, oh Gott, bald sind nur noch so und so viele Tage Herausforderungen. Und dann denkt man so, okay, ich will eigentlich nach Hause, aber eigentlich will ich auch nicht nach Hause. Eigentlich ist es voll cool hier, aber eigentlich will ich auch in mein Bett und eigentlich will ich auch endlich mal wieder duschen. Und naja, es ist ein bisschen, ja, genau, dann wollte ich noch zu meiner Herausforderung kommen. Jetzt habe ich ganz viel drumherum erzählt. Genau, ich war 3 Wochen Fahrradfahren in Schweden. Wir haben wild gezeltet, einfach in der Natur. Es war nicht so einfach, weil meine Freundin hatte Angst vor Wildschweinen, eine andere hatte Angst vor Ameisen. Und ja, wirklich. Also die hatte echt Panik vor Ameisen. Es war echt komisch. Also wir konnten nirgendwo zelten, wo auch nur eine Spur von Ameisen war. Es war echt, wirklich. Also das ist das, was man über einen Menschen erfährt, wenn man mit ihm auf Herausforderungen fährt. Ich meine, wahrscheinlich wissen Sie nicht so die tiefsten Ängste von den Menschen neben Ihnen. Aber jetzt, also bei meiner Freundin weiß ich es jetzt und es sind Ameisen. Und ja, auf jeden Fall, wir sind immer gefahren und wir hatten eine Karte, aber unsere Karte war ziemlich sehr ungenau. Und wir haben unsere Karte auch nach einer Weile verloren und deswegen, ja, deswegen haben wir uns dann sozusagen von Stadt zu Stadt gehangelt. Also wir haben immer so den Straßenbeschilderungen gefolgt und so unserem inneren Orientierungssinn, der wirklich nicht gut ausgeprägt ist, muss ich gestehen. Und naja, wir haben dann irgendwann eine andere Karte gekriegt von Leuten, das war dann eine Autokarte, was dazu führte, dass wir einmal fast auf der Autobahn gelandet wären. Aber naja, also es war die größte Herausforderung, war einfach 3 Wochen nicht duschen. Und wir sind alle Mädchen und normalerweise duschen wir mindestens alle zwei Tage. Und deswegen war es schon krass. Und einmal haben wir unsere Haare, das ist so eine einschneidende Erfahrung in meinem Leben gewesen, dass ich wahrscheinlich, bis wenn ich 90 bin, daran denken werde, wie es ist, in einem Bach mit ungefähr 8 Grad Temperatur die Haare zu waschen. Denn die Kopfhaut zieht sich so zusammen, also das wollen sie wirklich nicht erleben, denn es ist ein Gefühl. Auf jeden Fall, das war ein echt krasses Gefühl und das ist einfach so, und einmal haben wir uns, sind einfach so viele Erfahrungen, die kann man gar nicht richtig in seinem Gehirn ordnen und bei richtig vielen, immer wenn ich was mit meiner Freundin unternehme, also mit der ich auch auf Herausforderungen war, dann kommt uns bei irgendwelchen Sachen Erinnerungen von der Herausforderung hoch, dann sagen wir immer so, ja, weißt du noch, als das und das passiert ist, und dann erzählen wir und es ist einfach sowas, was man für immer behält. Es ist nicht sowas, was man nach einer Weile sofort wieder vergisst. Sowas wie, oh, jetzt hatten wir eine Stunde über die Bewegung in der Physik, juhu, jetzt freuen wir uns. Und das ist dann spätestens nach einem Monat, ist es dann weg. Aber die Herausforderung ist das, was mir wahrscheinlich von meiner Schulzeit am längsten, beziehungsweise wahrscheinlich für immer, erhalten bleiben wird. Und deswegen ist es auch immer dieses, alle
vielleicht denkt man, okay, viele Schüler denken, oh, jetzt hier ein bisschen 3 Wochen chillen und so, voll geil Urlaub. Aber spätestens nach der ersten Herausforderung denkt man sich, oh Gott, jetzt nur noch 2 Herausforderungen, Mist, wir müssen was Gutes machen, wir müssen uns richtig herausfordern. Und jetzt, haben wir auch darüber geredet, dass jetzt kommt unsere letzte Herausforderung. Jetzt muss sie richtig perfekt werden, das ist voll der Druck. Also ich mache mir voll den Druck, so diese Herausforderung muss so toll werden. Und es ist einfach so, dass ich von allen meinen 2 Herausforderungen habe ich so viele Erinnerungen mitgebracht, dass ich wahrscheinlich ungefähr 3 Wochen Vortrag darüber halten könnte, obwohl es insgesamt, also das mache ich jetzt nicht. Ja, bei mir ist es auch ganz oft so, wenn ich irgendein Lied höre oder so, was ich ganz oft auf Herausforderungen gehört habe, dann kommen wieder so Erinnerungen hoch, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich die noch in meinem Gehirn habe. Also die kommen dann so hoch und also die Herausforderung werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Und ja, meine zweite Herausforderung, also in der 9. Klasse, war ich wieder wandern. Auch wieder mit 20 bis 23 Kilo schweren Rucksäcken. Und zwar diesmal von Italien nach Österreich und in den Alpen. Das heißt, es war auch diesmal hügelig. Und also es war bergig haben wir uns auch eine längere Strecke vorgenommen. Es hat uns noch mehr herausgefordert, weil wir mehr Kilometer am Tag schaffen mussten. Und es gab einen Tag, da haben wir das Doppelte geschafft. Und das war auch noch der erste Tag. Und da sind manche echt kurz vorm Zusammenbrechen gewesen. Und dann die Nacht, die war dann auch noch total schlimm. Aber trotzdem musste man ja weitermachen. Man konnte nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt einen Tag einfach hier und ruhe mich aus, weil man musste ja an sein Ziel kommen. Und da ist man echt, also da sind fast alle aus unserer Gruppe über die Grenzen gegangen an diesem Tag. Und ja, wir sind von Brixen nach Lienz gewandert. Und ja, wir konnten auch keinen, also da haben eigentlich alle Deutsch geredet, das war diesmal ein bisschen besser. Aber dafür war die Gruppe diesmal ein bisschen komplizierter. Also es ist total schwer, 3 Wochen mit so vielen Mädchen auf einem Fleck zu sein. Man kann sagen, ich gehe mal 10 Minuten weg, aber das Problem ist dann, wenn man sagt, man geht 10 Minuten weg, dann kommen alle hinterher und wollen fragen, ja, was ist denn los, Maler, ist irgendwas passiert? Geht es dir nicht gut oder so? Und man möchte einfach nur 10 Minuten seine Ruhe haben, weil man einfach die ganze Zeit mit denen auf einem Fleck hockt und das ist echt irgendwann ganz schön anstrengend. Aber wie gesagt, das ist total, also es stärkt die Gruppendynamik total und danach ist man ja fast unzertrennlich. Also um nochmal aus dieser Erlebnisschilderung jetzt nochmal in die Struktur zu kommen. Die ersten 3 Wochen im neuen Schuljahr sind alle 8er, 9er und 10er auf Herausforderung. Was für die Lehrer den Vorteil hat, dass nur die 7er da sind und die Oberstufe. Man kann also die 7er toll einführen, hat viel Zeit, Projekte vorzubereiten und so weiter. Am ersten Schultag trifft sich noch die neue jahrgangsgemischte Klasse. Am zweiten Schultag erzählen die 8er und 9er den 7ern, wo sie jetzt hingehen. Dann treffen wir uns alle im Forum und dann singen alle, die zu Hause bleiben, für die Reisenden den Reisesegen. So ein irischer Reisesegen. Jetzt haben wir schon welche aus der Herausforderung, haben mir schon welche erzählt, sie haben den Reisesegen auf ihr Handy aufgenommen und wenn sie mal am Down waren, haben sie den Reisesegen sich angehört. Also ist auch wieder so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Und zum Schluss, wenn sie wiederkommen, dann wird das ganz intensiv reflektiert. Also dann ist nochmal so eine Woche Reflexion und dann arbeiten die Jugendlichen daran für den Freitag. Da ist die ganze Schule Campus. Da kommen auch Besucher, Eltern, aber auch andere, die das interessiert,
Studierende und noch viele andere Leute. Und dann präsentiert man seine Herausforderung, aber nicht als PowerPoint, sondern irgendwie kreativ. Und man schreibt auch noch einen kleinen Bericht. Und jede Gruppe wird gecoacht im Vorfeld. Also es wird ganz intensiv mit Checklisten und Zeiten, die dafür zur Verfügung stehen, vorbereitet. Und jede Gruppe, wir haben immer so um die 70 Gruppen, hat einen Coach in der Vorbereitung und der auch dann die Reflexion durchführt. Und wir arbeiten da vor allen Dingen mit Studierenden. Aus Österreich sind auch immer welche dabei. Und haben jetzt die ersten Unis, die das als Seminar anbieten und haben eine Kooperation mit einer Fachhochschule für Erzieher. Und da haben sich jetzt für dieses Jahr 45 angehende Erzieher gemeldet. Und die sind jetzt in der Vorbereitung dabei. Das wird eingebunden in deren Ausbildungskontext. Die Schule findet das ganz toll und die sind dann auch hinterher bei der Reflexion dabei. Ich spiele mal eine Minute ein, was Erzieher oder Begleiter, sage ich jetzt mal, sagen. Sie motivieren mich. Es ist einfach sehr interessant, wirklich auch gruppendynamische Dinge zu sehen, was dort alles passiert, wie sich diese Gruppe entwickelt. Die größte Herausforderung als Betreuer ist es, Sachen auszuhalten, die passieren in der Gruppe. Und die Kinder wirklich laufen zu lassen und ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Und dass man sich auch gerade auf der Herausforderung nicht immer fragen sollte, was andere getan hätten, was andere Pädagogen getan hätten oder was vielleicht die Eltern erwartet hätten und die Lehrer, sondern dass man einfach sich selber kennenlernt und überlegt, was empfinde ich als richtig. Die Kinder sind eigentlich und das Leben und die Erfahrungen, die sie machen, die besten Lehrmeister, finde ich. Ich habe gemerkt, dass man Kindern viel mehr zutrauen kann, als man denkt und dass die auch ganz erwachsen über solche Sachen mit einem schon sprechen können. Die tägliche Dusche hat gefehlt. Und sich mit Sachen auseinandersetzen müssen in kürzester Zeit in der Gruppe, ja, das ist schon eine tolle Herausforderung. Ja, der ganze Bildungsbegriff wandelt sich gerade total doll. Deswegen, glaube ich, stellt sich in Zukunft auch gar nicht mehr die Frage, ob man Lehrer sein will oder nicht, weil irgendwie ist jeder Lehrer. Man sollte es auf jeden Fall mal wagen, auch die 3 Wochen durchzuhalten und das zu machen. Das ist ja auch diese ganz große Kompetenz, die Schule gerne will, die sie erwerben, dieses mit Ungewissheit einfach umgehen. Ne? Man weiß einfach überhaupt nicht, was passiert. Ja, also ich glaube, dass wenn sich das weiter durchsetzt, wir haben jetzt auch weitere Schulen, die jetzt Herausforderungen machen. Wir haben die ersten beiden Gymnasien, die zumindest mit einer Woche starten, dass man über die Begleiter auch ein bisschen in die Veränderung der Ausbildung. Manche machen auch was ganz anderes, zum Beispiel Luki. Ja, ich hatte hier an der Schule beim Projekt Herausforderung bereits einmal einen Roman geschrieben. 300 Seiten Roman. Es geht um ein Mädchen, das heißt Lucy Lex. Und sie erlebt in diesem Roman einige unglaubliche Dinge und sie erfährt mehr und mehr eigentlich, was ihr eigentliches Leben ist. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man sich auch auf gewisse Sachen distanziert und wie man sich in was einlebt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber dieses Mädchen in dem Buch hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass man sich mit jeder Person identifizieren kann, solange man es nur stark genug versucht. Und dieses Mädchen in dem Buch ist mir gar nicht mal so ähnlich. Und ich kann jetzt doch nach diesen 300 Seiten sagen, ja, ich verstehe sie. Also mich hat das irgendwie so ein bisschen begeistert, dass die Schüler hier sehr viel selbst bestimmen dürfen und ja, sich auch sehr gut sich selbst kennen müssen, auch um zu entscheiden, was gut für sie ist. Und ich würde sagen, ich habe mich auf dieser Schule auf jeden Fall selbst kennengelernt. Ja, was man noch lernt im Schulfach Herausforderung, Dinge wertzuschätzen. Da kam, glaube ich, jetzt ein bisschen schon heraus. Ich kenne Eltern, die kommen und sagen, was mit meinem Kind passiert, ja, die kommt und sagt, Mama, danke, du kochst immer so schön. Ja, oder sein Bett oder dies und jenes. Also die Herausforderung ist jetzt, die 150 Euro, wenn Sie sich das fragen, die stammen von den Eltern, beziehungsweise wer Unterstützung, staatliche Unterstützung kriegt, kriegt es dann vom Amt. Wir machen keine teuren Klassenfahrten,
Insofern ist das nicht eine zusätzliche finanzielle Belastung. Wenn eine Klasse mal wegfährt, dann fährt die übers Wochenende für 40 Euro in die Nähe zum See, dann zelten die da, wenn man so ein bisschen für die Klassengemeinschaft tun will. Ansonsten ist das kostenneutral und in der 11 steigert sich das Projekt dann nochmal. In der 11 gehen, also wir haben eine dreijährige Oberstufe, sehr bewusst, sodass im Jahrgang 11 noch einiges, man noch viel Freiraum hat für wichtige Dinge. Und alle gehen für 3 Monate in einem Projekt ins Ausland. Und sie machen da echt großartige Dinge. Sie sind ja aber auch gut vorbereitet durch 3-mal Herausforderung. Also manche sagen, wenn ich die 3-mal Herausforderung nicht gehabt hätte, hätte ich mich das jetzt nicht getraut. Und ein paar bleiben auch immer in Berlin, aus unterschiedlichen Gründen, nicht aus finanziellen Gründen. Und die meisten machen dann Sprachbotschafter. Und ich will noch mal kurz den Leon zeigen. Raus bei mir, also was Schule anging. Ich habe teilweise meinen Freunden am Dienstag ein schönes Wochenende gewünscht. Die Luft war einfach raus, weil ich auch keine Motivation mehr hatte. In der 11. Klasse gibt es ja dieses 3-monatige Projekt, in dem man halt ins Ausland geht oder etwas anderes macht. Ein Sprachbotschafter geht an Grundschulen, also meistens Grundschulen, mit einem hohen Anteil von Migrationskindern oder von Kindern mit Migrationshintergrund. Da passen noch. Oh, das war aber jetzt unordentlich. Also im Prinzip ist es so, dass wir mit Schülern von unserer Schule in Grundschulen gehen, beziehungsweise eigentlich gehen sie alleine, um dort mit Kindern zusammen zu lernen, zu spielen, eine Beziehung aufzubauen. Also ich finde die Jungs sehr, sehr gut, Manuel, Leo und Nils, und hoffentlich werden sie einen sehr guten Job kriegen und sehr viel Geld verdienen. Also halt viele Schüler, die auch mit den Lehrern nicht klargekommen sind, so die sind mit mir einfach ganz anders umgegangen oder gehen immer noch, weil ich führe das ja noch weiter. So nach einiger Zeit war dann für mich auf jeden Fall klar, dass ich Grundschullehrer werden will, weil es mir einfach super Spaß gemacht hat und der Umgang mit den Kindern dann auch einfach war. Genau, und das war einfach so, ja, das kann ich machen, so, das will ich machen. Nur leider braucht man Abitur dazu. Genau, aber seitdem setze ich mich jetzt auch wirklich auf den Hosenboden. Also jetzt mein Durchschnitt vom ersten Zeugnis war 1,9, was schon eine leichte Verbesserung ist, ja. Und ich habe meine Leidenschaft damit gefunden, ja, das kann man so sagen. Ja, Leon war wirklich, heute wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Und der hatte einen Stundenplan zufällig in der 11, dass er freitags keinen Unterricht hatte. Und er ist jeden Freitag von 8 bis 13.30 Uhr in die Grundschule gegangen. Und jetzt macht er Abitur und wird Grundschullehrer. Das sind dann noch mal so ein paar interessante Nebeneffekte. Ja, manche fragen uns, lernen die denn auch genug Deutsch, Englisch und Mathe? Mal anders. Ich glaube, ist hier drauf. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wissenschaftlich begleitet sind, dadurch, dass wir in diesem Pilotprojekt Gemeinschaftsschule sind. Die Schulen werden alle wissenschaftlich begleitet, dass unsere Schülerinnen und Schüler Metakompetenzen erwerben und in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Daran zweifelt überhaupt niemand, wenn Zweifel kommen. Auch so von Eltern dann, oh, lernen die genug und so weiter. Wir machen gute zentrale Prüfungen, wir werden auch jetzt ein sehr gutes Abitur machen. Und wir sind hier durch die wissenschaftliche Begleitung, ist der Lernzuwachs von Klasse 7 bis 10 gemessen worden. Und wir sind verglichen, also die einzelnen Gemeinschaftsschulen sind nicht untereinander verglichen worden, sondern mit einer Schule gleichen Eingangsklientels in Hamburg. Und zwar aus dem selektiven System. Wir haben eine gute Drittelung. Also es gibt Gemeinschaftsschulen, die haben eher Kinder, die es schwierig haben zu lernen. Wir haben eine gute Drittelung. Und wir sind deshalb verglichen mit so Gymnasium oder Gesamtschule in Hamburg. Und Sie sehen, wir sind beim Lesen sehr hoch eingestiegen, haben aber weit mehr zugelegt. Und wenn man sich das nochmal genauer anguckt im Einzelnen, dann sieht man, nicht nur die Schwachen haben mehr zugelegt, sondern auch die 10% Besten haben deutlich mehr zugelegt als am Gymnasium.
bei Rechtschreibung Ähnliches. Das hier Englisch, deutlich schwächer eingestiegen und gleichgezogen. Mathe auch, schlechter eingestiegen, gleichgezogen. Und Naturwissenschaften gleich angezogen und mehr zugelegt. Ich glaube, die Gelingensbedingungen sind einfach der Glauben an die Schüler, die gute Beziehungskultur, das angstfreie System, das selbstständige Lernen, dass wir ihnen so viel zutrauen. Und dann kommt man auch aus sich heraus. Wir haben auch natürlich, wir haben ganz klare Regeln, Regelverstöße haben ganz klare Konsequenzen, das haben wir jetzt alles nicht erzählt. Also ist ja auch total wichtig, dass man da nicht so die Beliebigkeit herrschen lässt, sondern eine klare Struktur hat. Wir haben Kinder, die auch in schwierigen Lebenssituationen sind, auch von zu Hause. Wir arbeiten dann auch mit außerschulischen Partnern und Netzwerken zusammen. Wir haben Sozialpädagogen, eine Erzieherin, hat aber dann jede Sekundarschule und Gemeinschaftsschule. Und dadurch, dass wir sehr viel nachgefragt sind und sehr viel Anfragen haben für Besuch, haben wir uns entschlossen, dass wir systematisch Lehrerfortbildung machen. Das heißt, wir bieten an unserer Schule Montage an, da kommen so 80, 90 Leute aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Und die Hauptakteure sind die Schülerinnen und Schüler, die dann in Workshops ganz alleine arbeiten. Ich mache den Anfang und hole mir am Ende nochmal die Gruppe zusammen. Den Rest machen alles die Schülerinnen und Schüler. Wir sind total viel eingeladen. Also ist richtig eine Bewegung in Gang, die ja jetzt auch in Österreich eine Struktur hat über Schule im Aufbruch. Ich habe ja mit Gerald Hüther und noch jemanden die Initiative Schule im Aufbruch gegründet. In Deutschland, jetzt gibt es sie auch in Österreich. In Deutschland gibt es bereits 28 Regionalgruppen. Wir haben die Roadshow gemacht. Es wird demnächst auch eine Roadshow in Österreich geben, aber ohne Gerald Hüther und mich, nur mit Schülerinnen. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich melden bei Peter Schiepek, oder? Okay. Hier mit den Schülerinnen, die dieses Buch geschrieben haben, als in ihrer Herausforderungszeit, 14 und 15 Jahre alt. Sie wollen sich damit in die Bildungsdebatte einmischen. Sie haben schon 3000 Bücher verkauft in den ersten 6 Wochen, waren schon mehrfach in Funk, Fernsehen, Zeitung. Es kommt sehr gut an. Sie haben Ihren eigenen PISA-Test hinten drin, haben schon 800 oder 900 Bögen zurückbekommen. Ja, es läuft einfach viel und ich glaube, das liegt auch daran, dass die ganze Gesellschaft ja auf dem Weg ist. Wir haben ja überall schon Orte, Punkte, Menschengruppen, die einfach auch Modelle erproben, wie wir anders leben können. Und ich möchte enden, wir enden mit der Mutkarte, aber ich möchte noch mal einen Zitat vorlesen, ein Spruch, eine Botschaft von Ellen Key. Ellen Key war ja die schwedische Soziologin, die das Buch geschrieben hat, Das Jahrhundert des Kindes. Das 20. Jahrhundert sollte das Jahrhundert des Kindes werden. Ist es dann nicht so ganz, aber mit der Kinderrechtskonvention dann am Ende doch etwas. Und sie schreibt: Erst wenn man im Kinde das neue Schicksal des Menschengeschlechts ahnt, wird man behutsam mit den feinen Fäden in der Seele des Kindes umgehen, weil man dann weiß, dass das die Fäden sind, die einstmals das Gewebe des Weltgeschehens weben werden.